Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen zu Vier Flaschen. Ich sag nicht mehr, welche Folge, weil ich weiß es schlicht nicht mehr. Es könnte die 8. Folge sein oder die 9. Auf jeden Fall sind wir heute wieder zu viert. Also wir trinken vier Flaschen, aber wir sind auch zu viert und wir freuen uns sehr, dass Wolfgang Kubicki heute hier ist, der eine große Weinvergangenheit und Zukunft hat. Soweit kann man schon mal sagen, Herr Kubicki. Auf die Zukunft setze ich. Also herzlich willkommen, Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Das ist auch, hat man auch nicht jeden Tag im Weinpodcast. Herr Kubicki, ich erkläre Ihnen kurz, wie das läuft hier und nochmal den Zuhörerinnen und Zuschauern da draußen, wie es läuft. Vier Flaschen heißt das. Wir probieren in einer Stunde vier Flaschen Wein. Wir sprechen drüber. Wir, das ist sozusagen die Stammbesetzung, Michael. Michael ist der kundige Kenner, wie wir letztes Mal gelernt haben, Diplom-Sommelier. Und er betreibt in Hamburg einen ganz angesehenen Club. Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Ein Österreicher ist er auch. Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig. Axel ist der Techniker. Der schweigsame Techniker, aber wenn er was sagt, hat es richtig Wucht. Und ich bin Lars. Das klingt so ein bisschen wie so eine Selbsthilfegruppe. So ein bisschen ist es auch so. Ich bin eigentlich mal als lustiger Liebhaber von Riesling gecastet worden und bin jetzt aber vor allem der Moderator. Und jetzt legen wir los. So einfach ist es. Habe ich irgendwas vergessen? Man kann sich das anhören. Wer sich das jetzt anhört, kann sich das auch angucken auf YouTube, was sehr, sehr viele Leute machen. Und wer sich das anguckt, kann sich das auch anhören auf www.irgendwas. Alle Podcast-Portale überall. www.abendblatt.de/podcast. Spotify. Spotify, das ganze Programm. Man kann auch mittrinken. Es gibt Leute, Sie werden lachen, es gibt Leute, die schicken uns Weinflaschen, damit Michael Coutet diese Flasche probiert. Was immer ein Risiko ist, weil Michael Coutet natürlich so, versaut ist. Ja, verwöhnt. Verwöhnt ist, dass er eigentlich alle Flaschen, die nicht, was heißt, nicht ein Chateau, irgendwas ist. Das stimmt gar nicht. Gar nicht. Das stimmt gar nicht. Das stimmt nicht. Ich bin verwöhnt, ja. Aber man kann auch für relativ wenig Geld, finde ich, gute Weine trinken. Herr Kubicki, sind Sie da anderer Meinung? Im Gegenteil. Ja. Der Preis spielt keine Rolle, sondern genau. Der Geschmack ist wichtig. Wobei man sagen muss, dass Wolfgang Kubicki hat ja eine andere Art und Weise Wein. Also Wolfgang Kubicki kauft keine Weine, sondern, das müssen Sie erzählen, Sie erwetten sich Weine. Ich kriege sehr viel Weine geschenkt, aber ich mache die Weine auch zum Wetteinsatz mit Journalisten, mit Menschen, die ihrerseits auch gerne Wetten eingehen. Ich wette jetzt gerade zur Hamburger Bürgerschaftswahl, das Ergebnis der FDP. Und ich habe das große Glück, dass ich gerade bei der SPD viele Weine gewonnen habe, weil ich auf die Spitzenduo Esken und Walter Borjans gesetzt habe. Nicht zugunsten der SPD, sondern da war der Wetteinsatz ziemlich groß. Und mit wem haben Sie da gewettet? Mit Hubertus Heil, mit Herrn Klingbeil, mit Abgeordneten der SPD aus der Bundestagsfraktion. Die waren alle der Auffassung, Olaf Scholz wird es. Das ist aber interessant zu wissen. Die haben alle auf Olaf Scholz gesetzt, ja. Lars Klingbeil hat auf Olaf Scholz die gesetzt? Die haben alle auf Olaf Scholz gesetzt. Okay. Sein Sprecher logischerweise auch. Den habe ich dann noch bei einer Veranstaltung in der Zeitung getroffen. Also ich habe, glaube ich, bei dieser Wahl den Joker gezogen und habe 50, 60 Flaschen gewonnen in der Größe. Und die kann ich jetzt einsetzen für die Hamburger Bürgerschaftswahl. Wettschulden sind Ehrenschulden? Muss man die bei der SPD, kommen die automatisch dann nach Hause geliefert oder muss man da mal nachfragen? Bei den meisten der SPD muss man nachfragen und sich daran erinnern. Die sagen dann auch, wir wollten die doch gemeinsam trinken, die Flaschen. Ich sage, wenn ich mit euch gemeinsam die Flaschen trinke, bin ich ja betrunken. Im Gegensatz zu euch. Aber es gibt auch einige, die liefern. Thomas Oppermann hat sofort, unmittelbar danach, in der Präsidiumssitzung des Deutschen Bundestages mir das überreicht. Sei Thomas, das hätte ich gar nicht gedacht. Aber wir hatten vorher seine Sekretärin darauf hingewiesen, dass er liefern muss. Was ist der Einsatz? Rotwein, Weißwein? Rotwein. Bei der SPD muss schon. Unabhängig davon. Also es muss auch ein Wein sein, der sich ein bisschen halten kann, vor allen Dingen, wenn man lange warten muss auf die Lieferung durch die SPD. Ja, sehr, sehr schön. Also so kann man sich seine Weine, wir machen es anders. Bei uns bringt der Michael immer die Weine mit und dann haben wir auch immer einen ganz guten Vorrat. Ja, ich finde es toll, dass Sie da sind, meine ich ganz ernst, weil ich finde, Wein ist Kulturgut und ich vermisse das schon hierzulande. In Österreich ist das mehr, dass die Politiker auch sehen bei Weinverkostungen, dass Politiker mal aus einem Sternerestaurant rausgehen. Ich meine, das ist doch auch, Sternerestaurants sind Kulturgüter und von daher finde ich, habe ich so oft das Gefühl in Deutschland, dass man sich verstecken muss oder das nur heimlich machen darf und sagen mal, Gerhard Schröder hat eine Flasche Bier aufgemacht und... Es gibt ganz viele Politiker, die sagen, wenn sie ein Wein, also Olaf Scholz zum Beispiel, den durfte man nie mit einem Weinglas in der Hand fotografieren, das war verboten. Es gibt ganz viele Politiker, die wollen halt auf keinen Fall mit alkoholischen Getränken in der Hand fotografiert werden. Sie gehören nicht dazu? Im Gegenteil. Ich bin Anhänger eines Lebensmottos. Ich sage jetzt nicht, von wem es kommt, es können vielleicht einige Zuhörer mal einsenden. Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken.
das Leben ist zu kurz. Ich glaube, das ist mein Motto. Aber warum haben Politiker so Probleme? Weil sie, das ist doch klar, jeder weiß, dass Politiker Wein trinken. Zum Beispiel die Kanzlerin ist bekannt dafür, dass sie. Ja, weil sie auch Journalisten treffen, die sofort die Frage stellen, neigen sie dem Alkohol zu, können es Alkoholiker sein? Oder? Aber fragt das wirklich einen Journalisten ein? Aber hallo. Ja? Ja. Ich habe Ihnen noch nie so eine privaten Fragen würden wir hier nicht stellen. Was haben wir heute? Also das Prinzip ist immer, dass Sie kennen sich. Sie müssen erzählen. Sie sind ja nicht irgendwer. Sie sind ja wirklich auch ein Experte. Sie sind was? Ich habe es vergessen. Was heißt Experte? Ich bin ausgezeichnet worden als Weinkulturpreisträger der Stadt Alzey. Es geht um die Scheurebe, eine Sorte, die vom Riesling kommt oder andersrum, der Riesling von der Scheurebe. Jedenfalls ist das ein Wein, der wieder im Kommen ist, der lange Zeit verschüttet war und man kann ihn auch wirklich trinken. Und ich werbe jetzt für Wein aus Rheinhessen. Wir haben zwei Scheureben, glaube ich, schon mal hier gehabt. Eine, glaube ich, und ich habe aber heute tatsächlich auch einen Wein aus Rheinhessen mitgebracht. Ich habe mich schon informiert, mit welchem Kaliber wir hier zusammensitzen und dass er diese Historie hat. Und ich finde es eine Region, die früher wirklich für Billigwein bekannt war und wirklich das seit, würde ich mal sagen, seit 10, 15 Jahren man festgestellt, dass das der absolute Spitzenweine und mit Keller auch. Wie lange sind Sie dabei? Die deutschen Winzer haben wirklich zugelegt, kann man sagen. Ich bin ja viel in Deutschland unterwegs. Wir haben unheimlich gute Regionen mit wirklich tollen Wein. Es geht Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg. Ich war gerade im Saarland. Also früher hatte man Moselwein einfach weggekippt und heute. Ja. Heute ist doch. Wenn man so sagen, was ist eigentlich so die Weinbauregion Nummer 1, wo die besten Weine herkommen in Deutschland? Ah, kannst du schwer sagen. Kann man schwer sagen? Mhm. Aber Rheinhessen nicht. Doch, Rheinhessen ist schon ziemlich weit vorne. Tatsächlich? Ja, ja. Tatsächlich. Ja. Pfalz war so auch ganz lange, wo man sagt, vorher war es Rheingau, glaube ich, wo die gesagt haben, Rheingau. Mosel ist immer irgendwie sexy und macht eben Weine, die sehr lange haltbar sind, weil viele eben nicht ganz trocken sind, weil diese Steilhänge da auch einfach besonders schön sind, auch kulturhistorisch. Kann man, glaube ich, pauschal jetzt nicht mehr so sagen. Also ich kann ja unserem österreichischen Freund noch mal was Gutes tun. Ich trinke auch sehr gern grünen Veltliner. Ich bin ja häufiger in Österreich und auch da gibt es wirklich tollen Wein. Hatten wir schon mal einen grünen Veltliner? Habe ich auch schon gehört. Und um das mal zu Ende zu bringen, damit es hier auch keine Verwechslung gibt. Meine Lieblingsweine sind Weiß, Cadel Frati, ein Luganer, in dem könnte ich baden momentan und als Rotwein ein Amarone, der es mit allem aufnehmen kann. Mit was ist das Erste? Das habe ich noch nie gehört. Was ist das für ein Weiß Frati Prana? Cadel Frati. Also ist das eine Marke? Das ist die Marke, aber der Luganer Wein, die Rebsorte ist wunderbar, also muss man sagen. Also das, darf ich dazu was sagen? Ja, natürlich. Oder? Sie bleiben sitzen, Sie gehen jetzt nicht raus. Nein, keine Sorge. Okay. Also Luganer ist tatsächlich so vor allem in München und im süddeutschen Bereich, kommt er irgendwie vom Garten. See nicht so weit weg, ist natürlich auch in der räumlichen Nähe, ist absolut dort sehr, sehr hip. Diese Welle hat nie so richtig in den norddeutschen Raum hier hochgeschlagen und dieser Cadel Frati, die haben es geschafft, so einen Markenwein zu schaffen. Also wirklich, wo es eine ganz hohe Nachfrage gibt, wo du wirklich schnell was kaufen musst, das gibt es gar nichts mehr, obwohl es sehr, sehr viel gibt. Finde ich spannend. Was ist das für eine Rebsorte? Lugana. Die Rebsorte heißt Lugana und die ist so ähnlich wie was? Weißburgunder vielleicht. Ja. Oder so. Weißburgunder, Grauburgunder. Und Amarone Grauburgunder. Ist eben... Ja, mögen wunderbar. Sie Grauburgunder? Ich mag auch Grauburgunder, nicht jeden, aber ich mache Grauburgunder. Weil Grauburgunder, nein. Nein, Grauburgunder ist... Bei Amarone kriege ich ja keinen Spaß mehr. Bei Amarone bin ich ja schon wirklich schwierig, weil es... Das ist halt so... Das ist der Rotwein? Amarone ist ein... Ganz schwerer Rotwein. Ein spezielles Verfahren, wo Teile der Ernte eben nach dem Pflücken nochmal die Trauben separat getrocknet werden, um das Wasser noch weiter verdampfen zu lassen und noch mehr Konzentration, um diesen Zucker noch mehr zu spüren, ist also extrem fett. Gerne auch 16, 17 Alkohol. Kurz vom Portwein. Ja, also das schmeckt auch mal so richtig. Schmeckt dann auch richtig, also schmeckt richtig schwer. Ich bringe auf jeden Fall mal einen mit. Amarone. Wusste ich nicht, dass darf man sagen, dass es 10 Uhr morgens ist. Ja, also ich finde dann so 10 Uhr morgens Amarone ist für mich selbst auch schon eine Herausforderung. Hallo. Ja. Also ich habe ja deswegen jetzt, reden so viel über deutsche Weine. Ich komme ja vom Wassersport. Da sagt man, kein Alkohol, bevor die Uhr zweistellig ist. Und dann kommt die Antwort, irgendwo auf der Welt ist immer 10. Sie müssen auch noch mal erzählen, das müssen Sie, also im Laufe, wir probieren erstmal den ersten. Wolfgang Kubicki hatte eine spezielle Art, sagen wir mal, die Freunde seiner Töchter zu testen. Und wir können auch mal klären, ob da auch Wein eine Rolle spielt. Aber später, erstmal riechen wir. Ich auch zwei Töchter habe. Genau, vielleicht kannst du da was von lernen. Ja, aber ich habe Zwillingstöchter. Ja, meine sind auch nur 17 Monate auseinander. Aber ich habe jetzt, wir haben so viel über deutschen und italienischen Wein, natürlich einen spanischen Wein mitgebracht. Ich fand das auch mal passend. Ja, wir wollen ja die Brücke schlagen innerhalb Europas. Und am Anfang riechen wir immer und versuchen mal herauszufinden, was riechen wir überhaupt, weil ich sage immer, das meiste geht über die Nase, bevor es überhaupt auf den Gaumen kommt. Sehr frischer Wein. Auf jeden Fall riechen wir schon mal, dass es kein Barrique-Ausbau ist. Ja, genau. Sehr fruchtig. Kein Holz riecht man. Völlig richtig.
Also ein junger Wein auch? Ja, wie riecht man Holz? Oft ist Holz so ein bisschen, hat das so leichte Karamell- und Honigtöne, so eine leichte Süße auch und nimmt so ein bisschen die Frische und die Frucht des Holz oft auch gewohnt und das riecht man jetzt in dem Fall eben. Ich riech, also, richtig. Aber trotzdem riecht es ein bisschen, Axel hatte noch gar nicht gesagt, dass es nach Honig riecht, aber ich finde, es riecht ein bisschen süß. Ja, hätte ich auch gesagt, das hätte ich wirklich gesagt, aber wenn das nicht stimmt, dann sage ich das lieber nicht. Aber du sagst, ich finde, es riecht süß. Ich habe auch gesagt, dass man schon mal finden kann, dass etwas süß riecht, auch wenn es komisch klingt, es zu erklären, aber gehe ich mit euch mit. Kann es die Frucht sein? Ja, das ist natürlich also eine sehr aromatische Rebsorte. Es ist eine Muskattraube, das ist eine sehr aromatische Rebsorte. Wie, aber die Rebsorte ist, Muskattraube ist nicht die Rebsorte? Muskat, ja. Das ist auch eine Rebsorte? Ja, ist eine Rebsorte, ja. Muskatelle. Wie viele Rebsorten gibt es eigentlich? Schön, dass man mit Profis hier... Nein, ich habe... Also er ist der Profi. Das ist ja der Trick, das muss man allen sagen. Also wir wollen jetzt uns über die nächsten Jahre in die Welt der Weine reindienen. Und wir haben angefangen, Axel und ich, da wussten wir nicht mal, was Schwenken ist. Das Schlimme ist nicht, er spuckt das aus, ich trinke das ja immer. Ja, nee, aber er ist... Entschuldigung, du hattest gerade gefragt, wie viele Rebsorten gibt es? Hast du echt? Ja, 2.500 oder mehr sogar, tatsächlich. Ah, das heißt, wenn wir über Riesling, Grauburgund und sonst, das ist einfach nur die... Ist bei 10 bei uns wahrscheinlich schon zu Ende, bei den meisten. Und das ist das, was populär ist, aber es gibt eben wahnsinnig viel mehr. Sie haben schon getrunken? Ja, ich habe zwar meinen alkoholfreien Monat, aber das muss ich jetzt probieren. Und? Sehr fruchtig. Sehr fruchtig. Mhm. Und schmeckt ja ganz anders als... Alles, was wir bisher hier hatten. Völlig richtig. Und warum ist das so? Ist Alkohol drin? Nein. Ja. Das ist ein entalkoholisierter Wein. Ich habe den noch nie in meinem Leben probiert, aber ich dachte, das ist schon cool, wenn wir Herrn Kubicki jetzt mal einen alkoholfreien Wein geben. Aber darf ich habe den in der Weinwirtschaft gelesen, ein Magazin so für Fachleute, und da wurde eben beschrieben, dass das mittlerweile viele probieren, aber das eines der besseren Varianten ist. Es ist mein erstes Mal, dass ich das probiere. Und der Alkoholgeschmacksträger ist es natürlich auch extrem interessant, wie kann man dann trotzdem noch Geschmack drin haben. Das ist so, dass der Wein ganz normal produziert wird und dann gibt es unterschiedliche Verfahren, wie man den Alkohol danach wieder entziehen kann. Ja, also das wird dann, glaube ich, so in Spiralförmig und erwärmt und der Alkohol verdampft ganz vorsichtig und so weiter und so fort. Schmeckt er ihn? Also ich würde das nicht zu meinem Favorite machen, aber es ist ungefähr so wie fleischloses Fleisch. Ich finde auch, er hat so, weißt du, was ich finde? Man trinkt ihn, sehr fruchtig. Ja, man trinkt ihn und denkt mir so... Das ist wie, als ob da so ein Loch drin ist. Ja. Also ehrlich so. Also leerer Wein, genau. Ja, wirklich, ernsthaft. Ja. So, man schmeckt, dass da was fehlt. Findest du nicht? Ich finde es ganz interessant, ehrlich gesagt. Also ich finde nicht, dass es schlecht schmeckt. Also es schmeckt nicht so richtig nach Wein, aber es ist... Ja, also es hat schon eine coole Säure. Es schmeckt nach Wein, aber nicht lange. Also so. Extrem kurz, genau. Ja. Völlig richtig. Genau, es schmeckt, du denkst kurz, Wein, und dann denkst du, irgendwas stimmt da nicht. Aber die Menschen suchen allgemein, es gibt ja alkoholfreien Gin. Und die Menschen suchen, jetzt der Januar, wann immer das hier ausgestaltet wird, wir haben es im Januar gemacht, ist es schon so, dass viele sagen, ich trinke da nichts. Ich meine, ich halte wenig davon, ehrlicherweise. Ich finde, sich das Ganze ja am Maß zu regeln, macht mehr Sinn als... Ab 1. Februar hoch die Sie trinken immer nichts im Januar? Ist immer Januar? Ja, Dezember oder Januar. Okay. Wobei Dezember ist ganz schwer, nichts zu trinken, weil durch die vielen Festivitäten, Weihnachtsfeste und Einladungen und so weiter. Ja. Und im Januar sind sehr viele Neujahrsempfänge. Und wenn ich bei jedem Neujahrsempfang hoch die Tassen mache, dann... Dann gute Nacht. Dann gute Nacht, genau. Aber das mache ich jetzt nicht wegen eines Alkoholproblems, sondern weil ich mir jedes Jahr Silvester wieder vornehme, du musst abnehmen. Und zum Abnehmen gehört dann tatsächlich mal kein Alkohol zu trinken. Das geht dann relativ zügig. Sie müssen nicht abnehmen. Wer Wolfgang Kubicki noch nicht nackt gesehen hat, hat dazu eine Gelegenheit. Also kann man das so sagen? Ist ja offen. Ja, ist nicht ganz nackt. Nicht ganz nackt, aber es gibt einen wunderbaren, den kann man in der Mediathek noch sehen? Einen wunderbaren. Ja, bis 18.01.2021 gemacht. Okay, also Wolfgang Kubicki hat sich mit Linda Zervakis getroffen und die beiden haben sich in einem Schwimmbad mehr oder weniger spontan ausgezogen und man sieht Wolfgang Kubicki vom 3-Meter-Brett mit einem wirklich sensationellen Körper. Und Körper Körper? Ich habe das Kopfsprung. Sagt man Körper noch? Körper sagt man im Norden. Also richtig so. Respekt. Was sagt man in Österreich? Köpfler. Bitte was? Köpfler. Ein Köpfler. Ja. Also da kann man das alles sehen. Und Rückenmuskulatur, ja, wo selbst gucken, ihre Frau erstaunt war. Die hat mich gar nicht wiedererkannt. Ich habe gesagt, das bist du nicht. Du hast nicht so eine Muskulatur. Und dann habe ich gesagt, wann hast du mich nicht mehr von hinten gesehen? Muss schon länger her sein. Ja. Aber entscheidend ist, die Sendung heißt Alles auf Anfang. Genau.
Linda Zervakis, eine bezaubernde Frau, muss man wirklich sagen. Also eine der charmantesten Frauen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Neben meiner eigenen selbstverständlich. Können Sie noch mal, ich hatte Linda Zervakis auch schon mal gefragt, ob sie in diesen Wein-Podcast kommen will. Und sie, ja, eventuell. Können Sie nicht jetzt schon sagen, dass es so eine tolle Erfahrung war, dass Sie vielleicht jetzt Linda... Vielleicht nicht nach dem alkoholfreien Wein, vielleicht warten wir noch zwei Weine. Aber der alkoholfreie Wein, der wäre wirklich... Aber ist Alkohol tatsächlich so ein Ding beim Abnehmen? Also... Also bei mir ist allein nicht mehr kein Alkohol mehr trinken, bringt tatsächlich zwischen 2,5 und 3 Kilo. Ist ein Thema, oder? Alkohol, ja, Alkohol Zucker. Hat er eben auch Zucker, also und das muss man halt... Also im Monat oder welche Zeit? Ja, im Monat. Aber das kommt auf die Menge an, die man sonst normalerweise trinkt. Also Leute, die wie ich in diesem wunderbaren Milieu unterwegs sind, können ja von morgens 7 bis abends 23 Uhr sich problemlos mit Alkoholversorgung und mit Essen, ohne dass sie das dafür bezahlen können. Das heißt, bei jeder Einladung, das geht morgen schon los, ein kleines Sektfrühstück. Und wenn Sie am Abend dann mal durchrechnen, was Sie am Tag über den Alkohol getrunken haben, dann kommen Sie so auf 2-3 Flaschen. Ungelogen. Okay. Und wenn man nicht aufpasst. Und wenn Sie dann feststellen, das erzielt bei Ihnen keine Wirkung, dann wissen Sie genau, es wäre vielleicht mal ganz gut, auf Alkohol zu verzichten. Ja, und vor allen Dingen, ich glaube, vom Gewicht her ist das ein Riesenthema. Ich glaub, das war sonst auch mal alles alkoholfrei. Naja, also was kostet dieser alkoholfrei? 57, glaube ich. Wo 57. Gibt's den? Keine Ahnung, im Netz. Also ich habe mich selber auch da bemustern lassen, ich habe das Weingut besucht. Torres ist ja auch ein Riesenweingut. Ja, stimmt. Können wir nochmal sagen, wie der heißt? Genau, also falls jetzt jemand sagt, oh, den will ich probieren. Der heißt Naturo. Natureo Musca Torres 2018. Okay. Pioneers in die, also Pioniere in entalkoholisierten Wein. Entalkoholisierte Wahnsinn. Also dazu muss ich zwei Sachen sagen. Logischerweise ist es ein ganz langer Prozess der Chemie, dass die überhaupt da sind, wo sie jetzt sind, dass das eben funktioniert. Man kann das entweder durch Destillation oder Umkehrosmose machen, vom freien chemischen Prozess. Klar ist auch, der Wein hat 30 Gramm Restzucker. Also zum Abnehmen ist das jetzt... Das ist kein Wein. Ist das nichts. Ja. Das ist das Gleiche ja mit Fruchtsäften. Fruchtsäften zum Abnehmen auch schwierig. Obstsalat aber auch. Aber den merkt man nicht, den Restzucker. Ja, weil die Säure eben sehr cool da ist. Aber dass das Ganze dann stabil bleibt und nicht kippt. Und rein faktisch gesehen ist Wein in der Definition ein alkoholisches Getränk aus vergorenem Traubensaft. Und da das kein Alkohol hat, ist es auch kein alkoholfreier Wein. Also das Wort Wein dürfte eigentlich nicht verwendet werden. Genau. Steht hier nichts, sieht doch nichts mit Wein. Fruchtsaft. Ja, hinten drauf auf dem Importetikett steht Alkohol. Aber was würdest du sagen? Also gut oder? Also ich hab keinen Vergleich. Ich halte davon eher nichts. Ich mag auch kein alkoholfreies Bier. Also dann trinke ich was anderes. Alkoholfreies Hefe, ja, aber normales alkoholfreies, da fehlt mir einfach was. Weiß ich nicht, ich finde es auch jetzt schon extrem kurz. Es wird mir das nicht ersetzen, aber ich sag mal, ich sitze zu Hause, meine Frau ist schwanger. Ich will irgendwas trinken und aus Liebe zu ihr würde ich das eher trinken als vieles andere, was mir so einfällt. Ja, von daher. Tja. Es hat, glaube ich, 0,03 Volumenprozent, so dass es noch als 0% fällt. 0%. Aber interessant. Wow, da hast du es mal wieder reingelegt. Ich habe nicht reingelegt. Aber weißt du, was ist es? Aber wir haben doch sofort gemerkt, dass da irgendwas fehlt. Ja. Aber ich muss nochmal probieren. Ich mag es gar nicht richtig trinken. Doch, im Mund ist der... Ne? Nur wenn er weg ist, ist er weg. Nur wenn er weg ist, aber ich finde, ja, im Mund steht, das ist so wie so, also bei diesem, es kommt ein bisschen mehr vor wie Säure. Das hat sehr viel Säure. Ja, also ich glaube, man muss es schon beobachten und wer weiß, vielleicht haben wir in 10 Jahren, ich weiß es ja nicht, keine Ahnung. Es ist aber schon anders als Traubensäfte, weil die Säure da ist und ich finde von der Wertigkeit, es ist schon nicht verkehrt. Also ich freue mich. Obwohl jetzt wohl die letzten Schlücke, muss ich auch sagen, kann es sein, dass er so ein bisschen atmen musste? Ja, weiß ich nicht, das soll schon, keine Ahnung, ich bin kein Experte des alkoholfreien Getränkes. Sag mal, du hast es ja damit viniert eben, ne? Mhm. Macht das jetzt einen Unterschied, wenn man das mit einem dealkoholisierten Wein viniert? Nein, ist egal. Nein, muss nur diesen Traum. Es muss benetzt sein, das Glas. Und könnte das auch mit dem Traubensaft benetzt werden, wenn man das? Das würde ich nicht machen. Der Zucker würde mich nerven. Also der Zucker würde das, es würde Zuckerreste drin bleiben in dem Wein und das wäre dann nicht so cool. Gut. Interessant. Schmeißen wir den mal weg. Interessant habe ich schon gelernt. Schmeißen wir den. Interessant, hat Axel ja gesagt. Übrigens, ganz interessant. Es gab, wir haben in diesem Podcast immer gelernt, dass man zu Wein nicht lecker sagt, weil es so ein bisschen, sagt man, ich sag mal, großartig oder gut. Und tatsächlich gab es neulich im Netz auch einen weiteren Sommelier, Michael, der gesagt hat, lecker sagt man nicht. Ja, also ich höre das immer wieder, dass Leute trotzdem sagen, aber für mich ist das einfach lecker. Ich finde halt, lecker ist für uns ist ein Eis, ja, und lecker ist so eine Bezeichnung. Ich verstehe, wenn Menschen das nutzen und ich finde sie deswegen nicht blöder oder besser. Ich finde, für mich ist lecker ein, das ist wie nett, Menschen sind auch nicht nett, sagt man in der Regel, nett
definiert man, oder wenn man sagt, oh, der Wein ist aber interessant, dann hat man meistens eine negative Assoziation. So erkenne ich das bei uns im Laden, wenn jemand sagt, oh, der schmeckt aber interessant, dann ja, glaube ich nicht, dass er mir gleich um den Arm fallen will und sagen will, oh, was für ein toller Wein, sondern das, und deswegen ist lecker, ist so. Also wenn ich sagen würde, der Wein schmeckt interessant, dann würde ich es eher ablehnen. Ja, genau, nur so ist es, ja. Gut, habe ich erzählt, dass ich neulich einen Wein zurückgegeben habe, zurückgeben lassen? Habe ich ja selbst der Gruppe gelernt. Er schenkte mir einen, der hatte mir, ich wollte einen anderen Wein haben. Dann hat mich der Sommelier, übertrieben, war kein Sommelier, überredet, einen anderen Wein auszuprobieren, und dann habe ich da eingeschenkt, und dann habe ich gedacht, er schmeckt mir nicht. Und normalerweise hätte ich nicht diese starke Selbsthilfegruppe gehabt, hätte ich das nie gesagt, habe gesagt, es tut mir leid, das ist nicht meins. Und meine Frau so, das kannst du nicht machen. Hat er aber, dann gebe ich ihnen den sie eigentlich haben wollten. Also Michael, vielen Dank. Ja, das tut aber mir leid, aber... Einfach, weil er nicht schmeckt? Also muss er dann nicht in Ordnung sein, damit du ihn zurückgeben kannst? Nee, aber ich finde, wenn, also der Sommelier sagt mir, diesen Wein müssen Sie mal probieren. Ach so, okay. So, und ich wollte eigentlich einen anderen Wein haben. Und dann habe ich gesagt, na gut, wenn Sie das sagen, probiere ich ihn mal. Und dann schmeckte er mir nicht. Und dann, wenn du dann eine Flasche hast, bestellst eine Flasche, was ich, die kostete jetzt irgendwie 25 Euro oder im Restaurant oder 30 Euro, weil es auch nicht so teuer für ein Restaurant, ne? Oder? Geht. Aber wenn sie dann nicht schmeckt, warum soll ich sie dann trinken? Oder? Für Nein. dich doof. Nein, ich, für mich, in unserer Situation, und ich hab am Montag 37 Silvaner ab 9.30 Uhr verkostet jetzt für so ein Weinmagazin. Und da war ein befreundeter Sommelier, der sagt, ich höre deinen Podcast, sag ich, was, echt krass. Ja. Sagt er, für mich total oft nach der Schicht um 1 in der Früh, dann höre ich mir das an und so, ihr habt so beruhigende Stimmen. Sag ich, danke, du gehst, es geht also nicht um den Inhalt, sondern um die Stimmen. Damit er einschlafen kann. Genau, damit er einschlafen kann. Ist auch in Ordnung, mein Gott. Ja. Er sagt, also in unserer Branche ist es so, dass ich finde, du sollst keinen Wein trinken, der dir nicht schmeckt. Weil es ist immer noch Alkohol. Stimmt. Und du musst deinem Körper keinen Alkohol zufügen, wenn du es nicht magst. Natürlich muss man diese Cojones, dieses Selbstvertrauen erst entwickeln. Ja? Cojones übersetzt Cojones Selbstvertrauen, ja. Ja. Entschuldigung, weil ich jetzt einen spanischen Wein hatte. Mein ganzer Körper hat einen spanischen Dialekt, so wie es jetzt gleich beim österreichischen Wein auch sich verändert. Wie ist es denn bei Ihnen, wenn Sie kriegen ja ganz viele Weine da eingeschenkt? Ich trinke nur Wein, der mir schmeckt. Aber was machen Sie denn auf irgendeiner Veranstaltung, und jemand schenkt Ihnen Wein und denkt, oh Gott, irgend so ein schlimmer Grauburgunder. Dann lassen Sie den stehen. Okay. Oder sagen, haben Sie vielleicht noch was anderes. Okay. Also, das ist ja das Schöne in meiner Funktion, in meiner Bekanntheit, da traut sich keiner, mir zu widersprechen. Wenn ich dann sage, der Wein schmeckt mir nicht, dann sagen sie, aber toller Wein sein mag ja sein, ja. Mir schmeckt er nicht. Ja. Und ich trinke dann nur Wein, der mir schmeckt ansonsten. Und geht dann nicht einer vorbei und sagt, oh, der Kubicki ist ja viel arroganter, als wir gedacht hätten. Hinter den Kulissen, ja, 100%. Ja, aber also lieber mit so einem Etikett belegt werden, als schlechten Wein, Wein zu trinken, der mir nicht schmeckt. Also wie ist es mit Wein, die Sie geschenkt kriegen? Sind Sie da auch manchmal enttäuscht und denken, meine Güte, jetzt habe ich mit dem Klingbeil so eine Wette gehabt? Ja, und jetzt kommt er mit so einer Aldi-Spüle da um die Ecke. Ich treffe auch eine Menge Leute, die mit sehr teurem Wein zu mir kommen und sagen, jetzt lass uns die Flasche mal probieren. Und wenn ich dann sage, Nett, interessant. Ja, nett ist ja die kleine Schwester von. Ja. Ne, aber Funktioniert nicht. Okay. Also es ist, wie gesagt, keine Frage des Preises. Und es ist ja auch interessanterweise atmosphäre- und stimmungsabhängig. Ich stelle das mal wieder fest. Total, 100%. Nicht, wenn Sie eine gute Laune haben, wenn die Sonne scheint, ich sitze bei mir auf der Terrasse, gucke auf die Ostsee, dann schmeckt der Wein einfach anders, als wenn es grau und neblig ist. Ja. So ist es. Oder wenn man morgens um 10 Uhr in einem dunklen Podcast-Studio mit einem nächsten Muskateller. Es kommt vor allen Dingen auch auf die Gesellschaft an. Ja, aber wir hatten ja deshalb schmecken mir die Weine heute besonders gut. Ja. Wir hatten ja für Löser Neubauer einen Wein aufgemacht, der tatsächlich 120, 130 Euro, der ihr auch nicht geschmeckt hat. Das habe ich aber vorher gesagt, dass gerade wenn die Weine reifer werden. Ja. Und ich finde schon, dass man das eben sagen kann. Im Restaurant finde ich es schwierig, wenn man ohne im Austausch mit dem jeweiligen Sommelier, der jetzt Diplom-Sommelier oder aber der sich dafür zuständig fühlt, wenn man eine Flasche bestellt und dann kommt der und dann schenkt einer und sagt, der schmeckt mir nicht. Weil dann muss man das vorher fragen. Muss man sagen, zum Beispiel, ich mag keine Weine mit Holz. Ja? Und ich trinke keine Barrique-Weine. Zum Beispiel, dann wenn Sie das sagen, ich... Genau, was sagen Sie immer, Sie sagen? Ich trinke keine Barrique-Weine. Okay. Und kein Chardonnay, ich bin ABC-Trinker. Anything but Chardonnay. Chardonnay? Wobei die ganz neuen, jungen Chardonnay auch schon nicht mehr schmecken wie Chardonnay. Also, aber wenn Sie in die USA fahren und dort aus Napa Valley so ein Chardonnay kriegen, dann kriegen Sie so einen Schädel. Ah, das ist immer noch eine große Klischeebox, weil das meiste, was in der Masse hierher kommt, ja, stimmt, aber ist schon lange nicht mehr so. Also auch dort sind die Weine, ich habe dort gelebt und gearbeitet in Kalifornien, schon bei weitem nicht mehr so opulent, weil die eben auch merken. Aber Chardonnay ist die Zeit, ich habe auch so das Gefühl, haben wir schon ein Chardonnay in diesem Podcast gehabt? Ich glaube nicht. Axel? Ich glaube nicht, aber ist das nicht, also, aber ich kann es ja fragen, ist das nicht sowas Ähnliches wie Grauburgunder? Oder? Ja, gehört zur Burgunderfamilie auch, Chardonnay auch, ja. Aber ich würde sagen, ist die Zeit nicht vorbei? Sie doch eigentlich, oder?
Nee, ja, einige. Aber auch nicht jeden. Also es ist ja nicht nur die Rebsorte, sondern auch die Frage, wie der ist der Wein gekeltert, wie ist der Ausbau. Beim Chardonnay ist es halt so, dass der nochmal viel weniger Extrakt und Charakter hat als Grauburgunder und Weißburgunder. Und was macht man daher? Noch weniger. Naja, was macht man daher? Weißburgunder hat eh mehr Frucht als Grauburgunder. Und deswegen ist Grauburgunder beliebter, weil er so everybody's darling, tut nicht weh. Es gibt auch wunderbare Grauburgunder. Beim Chardonnay ist es so, dass es sehr oft ziemlich geschmacksneutral ist, wenn der kein Holz gesehen hat. Und deswegen packt man die meistens ins Holz. Und deswegen ist es dann oft auch, dass Leute sagen, ich mag kein Chardonnay per se schon mal. Aber es gibt auch wirklich sehr, sehr gute Chardonnays, die eben dieses Holz eben nicht haben. Jetzt wollte ich eben bei der Muscatella-Traube bleiben. In dem Fall ist es gelber Muscatella, quasi ein Staatsgetränk Österreichs. Das ist schon okay, also... Irgendwas mit Luisa Neubauer zu machen, boah, riecht der schlecht. Es also, ist ja, oder? Ich finde ihn so scharf gewürzt, der riecht so, boah, so, der riecht, als ob mir eine Muskatnuss über die Nase gezogen hat. Wenn das passiert, ist das genau, was der Winzer machen möchte. Er will das transportieren, was okay. Die Traube kann, was der Weinberg kann. Das ist ein Kompliment. Ah, okay. Sie sagen, eigentlich riecht gut. Ja, also nicht so, dass mich das hier vom Stuhl hauen würde, aber jedenfalls nicht so, dass ich das Gefühl hätte, den willst du jetzt nicht trinken. Ich trau mich nicht, ihn zu trinken. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl. Also Muscatella wird in Österreich gerne als Aperitif getrunken zum Einstieg und ist eigentlich seit ein paar Jahren wieder sehr, sehr trendig. In dem Fall ist es ein sehr, sehr hochwertiger gelber Muscatella vom Weingut Wohlmut aus Kizek im Sausaal. Oh. Das sind sehr, sehr steile... Was ist das denn? Der Werbeblock ist jetzt versaut. Das ist unglaublich. Okay, Entschuldigung. Boah, das ist... Also ich bin raus. Lecker. Ich bin also, echt, ich bin komplett raus. Sauer Dings. Boah, das zieht sich bei mir alles zusammen. Vielleicht liegt es auch an der Uhrzeit. Also Quatsch. Nicht? Ach, nicht übertreiben. Also du findest toll, Axel? Ich mag das, ja. Und? Aber Sie haben es ja gesehen, nicht? Das habe ich ja nicht gespielt. Ja, also... Ja, Entschuldigung, ich wollte nicht das österreichische Nationalgetränk beleidigen. Man kann ihn trinken, ich würde ihn nicht um 10 Uhr morgens trinken. Ja. Auch nicht um 10 Uhr abends. Ja. Fair enough. Dass man Wein mag oder nicht, deswegen machen wir das hier. Ja, genau, also das ist das Ding. Wenn ich jetzt nur Scheurim oder nur Rieslinge mitbringe, glaube ich... Wird langweilig. Genau, und deswegen ist es spannend. Wir haben jetzt ja zweimal die gleiche Rebsorte, einmal jetzt ohne Alkohol, das war für mich jetzt auch neu, und jetzt einmal mit. Auch das ist nicht ganz trocken. Aber zu Ihrer Ehrenrettung darf ich sagen, wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden würde, dann würde ich den nehmen. Ja, weiß nicht, ob das ein Kompliment ist, aber Dankeschön trotzdem. Das wird eben sehr viel auch international, zum Beispiel in asiatischen Restaurants, wo deine Schärfe, eine Würze, eine salzige Sojanote hast, um der Wein das wahnsinnig gut kombiniert. Also sowas kann, wenn du sowas zum Sushi-Teller isst, ehrlich, mit Ingwer und Wasabi, und dann da fällst du ab. Also ja? Das ist unglaublich großartig. Ja. Wir probieren das jetzt hier. Nach Ingwer und Wasabi braucht man auch einen Wein, der so stark ist. Ja. Genau, diese Süße ein bisschen rausnimmt, der Schärfe. Das balanciert das wunderbar. Vor allem, weil der Wein auch... Das ist interessant, weil bei mir geht es immer... Aber warte mal, bei mir geht es immer so, wenn ich Otto Sushi... Lenge. Nein, nicht Otto Lenge heute. Wenn ich Sushi gegessen habe, muss ich danach immer irgendwie was Süßes essen. Aber das ist doch jetzt Quatsch. Ihr sagt das Gegenteil. Man muss dann was besonders Scharfes essen. Das heißt, wenn ich dann etwas... Aber wenn du was Süßes isst oder ein Wein, der nicht ganz trocken ist, das ist doch das Gleiche. Wenn du den Wein dazu trinkst, suchst du ja die Süße, die den Gaumen ausbalanciert. Aber der ist ja nicht süß, das ist ja kein süßer Wein. Nein, der ist süß, ja. Der hat relativ viel Rest. Ja, der hat... Das merkt man. Der hat 13,5%. Ja, das ist Alkohol. Aber Moment, Alkohol hat, vorsichtig. Einen Experten haben wir hier. Aber Alkohol heißt auch mehr Zucker, richtig? Ja, also Zucker wird in Alkohol umgewandelt in der Vergärung, und von daher muss die... Aber hier steht... Ja, aber man kriegt auch Weine, die einen Restzucker von 4 oder 5 haben. Mit 13,5% Alkohol. Das stimmt auch. Ist das so? Das stimmt auch, ja. Wow. Mhm. Hier steht lieblich drauf, das finde ich interessant. Das habe ich... auch noch auf keiner Weinflasche bei uns zumindest gesehen. Mhm. Das ist eine offizielle Bezeichnung, lieblich. Offensichtlich, sonst könntest du der Winzer nicht draufschreiben. Nein, die schreiben ja auch manchmal drauf irgendwie alte Reben, und das ist ja auch... Das stimmt, ja. Also lieblich finde ich jetzt auch nicht wahnsinnig sexy, ehrlich. Für mich ist so lieblich. Ich glaube jetzt, um alle Klischees zu erfüllen, wenn vier Männer zusammensitzen, die sich jetzt nicht so gut auskennen, würden die sagen, so einen lieblichen Wein, das ist doch, wir sind doch nicht, wir brauchen doch irgendwie... Als so ein Rotkäppchen, ein lieblicher Wein. Ja, das ist, glaube ich, nicht maskulin genug, aber es definiert zwischen 18 und 45 Gramm Restzucker dann. Das ist also schon relativ süß. Hätte ich auch gesagt, mehr als 20, ehrlich gesagt. Ja, also sind 25 jetzt bei dem Wein, also gar nicht jetzt... Was haben Sie rausgeschmeckt? Ist das so ein... Für mich kann man so bitter... Ich liebe wirklich
richtig trockene Weine, nicht? Wo man unter 6 und unter 5 kommt. Es kommt immer auf die Säure drauf an. Also dieses Zucker, man soll sich auf diesen Wert, finde ich, nicht so versteifen, sondern es kommt sich auf die Säure an und auf den Geschmack im Mund. Der Zucker ist ein Analysewert, der aber nicht wirklich das aussagt. Wenn Sie einen 30 Jahre alten Moslaner Kabinett trinken, der 30 Gramm Restzucker, dann glauben Sie, das ist komplett süß. Ja, das, ich habe Scheurebe verkostet und wenn Sie mehr als 40 Gramm Restzucker haben, dann müssen Sie vorher süßen Kuchen essen, sonst können Sie den Wein nicht ertragen. Mhm. Also das ist eine Art Dessertwein, den man nach Süßigkeiten zu sich nehmen kann. Also privat wird nur in ganz besonderen Jahrgängen gemacht. Das ist schon eine also es gibt auch nur 1000 Flaschen davon, ob du das magst oder nicht, aber es ist was ganz, ganz Besonderes. Ried? Hochsteinriegel. Hochsteinriegel, gelber Muscatella. Also ist auch also privat ist privat, ist einfach nur privat. Da, privat ist nochmal dieser Zusatz, dass es quasi nochmal exklusiv ist. Also sehr, sehr exklusiv. Wohlmut ist? Winzer in der Südsteiermark. Okay. Meine Mutter kommt von daher, also macht ruhig weiter 2050. Mit dem Bashing. Nein, also. Genau, was zahlst du? Alle fanden es auch toll außer mir. Österreich liegt noch am Herzen. Nein, der toll ist ja die übertrieben, aber der ist nicht so schlecht, wie Sie das gerade darstellen. Okay, ich fand ihn nur so bitter. Was kostet es? Also. Bitter. Gut und schlecht ist ja, bitter. Ja. Gut und schlecht, und das finde ich ja, das Bitter ist für mich so Grapefruit, Orangenzesten, das ist dieses Herbe, ja, genau. Aber das ist nicht Bitterstoffe, sondern das ist eine Frucht. Diese Muscatella hat ja was, weißt du, was Kräutriges, Florales, die Traube an sich, die das transportiert. Oft in Deutschland sind die auch dann sehr, sehr alkoholisch, weil der einfach stehen bleibt, weil das so reifes, vollreifes Traummaterial ist, dass das eben sehr schwer so ganz knochentrocken passiert auch. Dann fehlt meistens ein bisschen was von der Frucht. Aber, kostet 32 Euro. Aber da kann man sagen, der bleibt. Ne? Anders als der Wein oder der Alkohol, der sofort weg ist. Genau, der vom Zucker ist vergleichbar mit den beiden, deswegen habe ich das auch ausgesucht. Und trotzdem ist es zwei ganz unterschiedliche Geschmackserlebnisse. Ja. Wirklich, das ist so. Und das gleiche Rebsorte. Die gleiche Rebsorte, ja. Das muss man also mal ausprobieren. Du bist ganz begeistert, Axel, von dem, ne? Ja, ich mag diesen Geschmack. Also ich kann verstehen, dass man sagen kann, ich mag das einfach nicht. Magst du auch so Grapefruit-Säfte und so? Ja, okay. Ja, auch gut, ja. Ja, gut. Aber wo kriegt man den? Also das ist schon lange ausverkauft, okay. Gibt es nicht mehr, aber darum geht es ja nicht, wir verkaufen ja nichts hier, sondern wir wollen... So einen Abverkauf hier am Podcast. Du, aber ich sag dir, das ist wirklich schon, das ist ein Riesenthema. Ich bringe mal am Schluss einen Wein mit, den ich geschenkt kriege und dann gucken wir. Erzähle ich nachher die ganze Geschichte, aber was ich sagen wollte, es gibt viele, die mich angesprochen haben, die gesagt haben, bitte macht mehr Weine, die man kaufen kann, weil die Leute sitzen da tatsächlich und kaufen diese Weine. Ich war neulich, das war beim Rotary Club, einen Vortrag gehalten, da waren bei diesem Rotary Club 2 oder 3 Leute, die den Podcast gehört hatten und auch die Weine gekauft hatten. Und zwar, weißt du was, Michael hatte einen Wein mit, wer war das, was war das nochmal, ein unfassbar guter Riesling, war das nochmal? Rotenberg von Gut Hermannsberg. Gut Hermannsberg. Und hast du gesagt, die ist ausverkauft, ne? Ja, ich nicht. Da war einer, der hat von diesen Flaschen noch was für 27 Euro bekommen. Wunderbar. Weil er hatte das hier, wir haben es ausprobiert und hat er gesagt, die Lufthansa hat das alles schon gekauft für die First Class. Während Axel draußen ist, müssen Sie... Die Lufthansa hat in der First Class übrigens auch eine Scheurebe. Ja, also witzig. Das wechselt durch, die brauchen dann doch einiges. Also da wird schon noch ordentlich getrunken offensichtlich. Ist das so? Ja. Man muss die Preise, die kriege ich mal nicht ab. Fliegen Sie First Class als Bundestagsvizepräsident? Nein, also erst einmal bin ich privat in die USA geflogen und wir sind upgegradet worden. Ich weiß nicht warum, meine Frau und ich, und haben es genossen. Und ich habe gesagt, sind Sie schon mal First Class? Also ich bin noch nie in meinem Leben... Zweimal. Das ist nicht viel. Ich weiß nicht. Was ist der Unterschied zwischen, ich bin einmal oder zweimal in meinem Leben Business geflogen? Ja, das mache das ich schon. Also bei Langstrecken mache ich das regelmäßig. Okay. Ich zahle dann auch für meine Frau sowieso und für mich auch mal dazu. Weil bei Langstrecken, wenn Sie 6, 8 oder wie ich jetzt demnächst nach Neuseeland 29 Stunden unterwegs sind, dann macht es wirklich Sinn, bequemer zu reisen als in der Economy, obwohl es deutlich teurer ist. Und dann muss man natürlich, weil der Flugpreis ja so hoch ist, das auch abtrinken oder abessen. Was machen Sie in Neuseeland? Weine. Oder ist richtig Urlaub? Aus dem Flugzeug fallen nach 29 Stunden. Nach Neuseeland ist eine Dienstreise, die ich Mitte Februar antrete, wo wir dann 3 oder 4 Tage privat hinten dran sitzen. Was ist, ganz kurze Dienstreise nach Neuseeland, klingt erstmal gut, aber was ist der Zweck der Reise? Ja, zunächst einmal hat der Deutsche Bundestag 187 Partnerparlamente, dazu gehören die Neuseeländer auch. Und man muss sie wechselseitig mal aus großem Respekt besuchen. Ich besuche noch das Parlament, den Parlamentspräsidenten, mit dem tauschen wir uns aus, auch bei der Frage, wie geht es mit der Südhalbkugel, im Klimawandel weiter, was kann man machen. Australien ist gerade ein bisschen problematisch, ne, weil
die Leute nicht abgelenkt werden davon, abgelenkt werden sollen davon, dass sie die Brände löschen können. Und dann sind so Katastrophenbesuche nicht angesagt. Aber wir haben sehr vielfältige Beziehungen zu Neuseeland und die freuen sich regelmäßig, weil sie immer das Gefühl haben, sie sind am Ende der Welt und keiner kümmert sich sonst um sie. Wie lange sind Sie da? Eine Woche oder 8 Tage. Mit dem Zeitunterschied, irre. Neuseeland, Tipp, was muss man da probieren? Das ist Sauvignon Blanc? Ja, Sauvignon Blanc ist natürlich die Rebsorte, die Neuseeland überhaupt auf unsere Karten bringt hier. Und da gab es ein Weingut, das gehört dem sehr kleinen Louis Vuitton Mohennessy Konzern, das heißt Cloudy Bay. Und Cloudy das Bay ist ein toller Wein. Ja? Ja. Hatten wir den schon mal hier? Warum lachst du? Nein, Herr Kubicki, alle Parameter erfüllt, die normalen Menschen genau erfüllen. Genau, ich bin ein normaler Mensch, Mensch wie du und ich. Genau so ist es, ja. Warum lachst du denn das? Weil ganz viele jetzt hören werden und sagen, genau der Kubicki sagt das. Wieso habt ihr noch nie? Der schmeckt hier aber wirklich schlechter, als meine Frau und ich in Australien waren vor 10 Jahren. Haben wir uns in Cloudy Bay verliebt. Der schmeckte dort richtig gut. Das Problem und ist, der hier in Deutschland, ne, schmeckt eben nicht ganz so gut wie... Das ist, glaube ich, schon der gleiche Wein, aber wenn ich in der Toskana sitze, schmeckt mir der Wein natürlich auch besser, als wenn ich selbst auf die Ostsee schaue oder in Elmshorn quasi in den oder in Tornesch in den Esinger Wold. Von daher ist es also... Aber war das nicht dieser Wein, der so ein bisschen nach Eisbonbon geschmeckt hat? Ja, das ist sehr, sehr, sehr viel grünes Gras. Kommt auch den Jahrgang, Ach so, okay. Aber wir hatten noch keinen, oder? Hatten wir einen Cloudy Bay? Nee. Wir hatten einen neuseeländischen Wein, den uns damals Janik geschickt hat. Ja, mit so einem Kiwi drauf. Genau, ja. Der erfüllt das Geschmacksprofil eigentlich der neuseeländischen Weine. Was ich dort toll finde, ehrlicherweise, wenn Sie dort sind, auch die Pinot Noirs zu probieren. Ich finde, Neuseeland macht tolle Sekte, weil sie auch sehr, sehr gut Chardonnay machen und quasi wie in der Champagne die Chardonnay-Traube dafür nehmen für die Sekte. Auch Claudie B. macht der Peloro, weiß ich, ob sie den noch machen, den finde ich schon richtig gut. Sie machen einen Einzellagen, so wie ein Blanc de Coco heißt, der Cloudy Bay. Auch das ist wirklich ein sehr, sehr guter Wein, kostet hier aber auch schon 40, 50 Euro oder so. Das ist also dreimal so viel als der einfache, aber wenn man schon mal dort ist, sollte man abseits jetzt der ganz großen Nummern mal schauen, weil man kriegt hier nicht sehr viel. Aber die schmecken dann deutlich anders? Also ähnliches Geschmacksprofil. Ähnliches Geschmacksprofil. Alles dieses grüne Stachelbeere, grüne Paprika, grüner Apfel, sehr, sehr grünlich, sehr viel Säure. Erzählen Sie jetzt, Wolfgang Kubicki muss erzählen, der Test, bevor wir diesen Wein aus Rheinhessen trinken, der ist ja schon angekündigt, der Test, den Sie den Freunden Ihrer Kinder, Ihrer Töchter unterzogen haben. Der hat ja auch mit Wein zu tun, ist die Frage. Jedenfalls mit Alkohol. Man fängt mit Wein an und geht dann zu härteren Drogen über, weil der Test darin besteht, die Jungs, ohne dass sie es merken, betrunken zu machen. Denn die Lernerfahrung ist die, wenn Menschen unter Alkohol sich verhalten, dann kann man sie einschätzen. Bleiben sie vernünftig oder werden sie aggressiv oder wie auch immer. Und meine beiden Schwiegersöhne, die ich jetzt habe, haben den Test hervorragend bestanden. Wir sind da mit mehreren Leuten, wir fahren aus dem Meer raus. Ne? Und dann können die nicht weg. Können die nicht weg und trauen sie auch nicht zu sagen, dass sie dann nicht mittrinken wollen. Ah, das wär doch, was hätten Sie denn gemacht, wenn einer gesagt hat, ah nee, duzten Sie die damals schon? War das schon so auf dem Niveau oder war es noch so Sie? Naja, jemals auf dem Boot wurde, solange es Sie war, wurde auch du draus. Okay, und dann, wenn die dann sagen, oh nee, Wolfgang, nee, vielen Dank, ich trinke gar keinen Alkohol, wäre das schon aus... Ja, ich muss das ja nicht entscheiden. Also, mir ging es nur darum festzustellen, wie verhalten sich Menschen unter bestimmten anderen Umweltbedingungen. Okay. Aber Sie haben da nicht auf Boot mal so eine irgendwie, keine Ahnung, oh, was ist das denn für ein komisches Loch da gerade so? Man kann ja dann Notsituationen simulieren, um zu gucken, wie verhält sich der künftige Schwiegersohn in Krisensituationen. Ja, also solange die Menschen nüchtern sind, sind sie einigermaßen kontrolliert. Wenn sie unter Alkohol stehen, dann stellt man fest, ne, wie reagieren sie auf veränderte Umstände. Und ich habe schon Leute erlebt, die so normal sind wie Sie und ich. Und wenn die, was weiß ich, 2 Promille im Blut haben, dann werden die ziemlich merkwürdig. Und, auch in der Politik? Ja. Ich habe in der Politik noch niemanden unmittelbar erlebt, der 2,0 Promille im Blut hatte. Jedenfalls ist mir das nicht aufgefallen. Wo gibt es die besten Weine in Berlin? Stimmt, es erzählen immer alle, im Kanzleramt würde Angela Merkel dann immer mal eine Überraschung rausholen, weil die ja auch ganz viel Geschenk kriegt, muss ja auch irgendwie weg. Ja, es war bis vor einigen Jahren so, dass die Franzosen dem Amtsinhaber oder der Amtsinhaberin jedes Jahr eine Kiste Wein geschickt haben, guten Rotwein, muss man wirklich sagen. Aber ich glaube nicht, dass das Kanzleramt der Ort ist, wo sie die besten Weine in Berlin bekommen. Vor allen Dingen, da können ja die meisten Leute nicht rein. Also man kann nicht klingeln und sagen, ich möchte mal die Weine. Nee, ist ja klar, aber wenn man da mal eingeladen, wo kriegt man gute Weine in Berlin? Jetzt nicht in Restaurants, sondern so in so Zirkel, in denen jetzt unser eins nicht reinkommt. Also in der Parlamentarischen Gesellschaft. Die Parlamentarische Gesellschaft ist ja die Organisation, ist ein Verein, bestehend aus den Bundestagsabgeordneten und auch ehemaligen. Und die bringen natürlich alle aus ihren Regionen tatsächlich herausragend gute Weine mit nach Berlin. Also die kaufen das dann dort ein.
die haben eine extrem gute Weinkarte und auch zu akzeptablen Preisen. Warum ist das so? Weil selbstverständlich die Winzer aus der Region dann, sagen wir mal, mit einer gewissen Form von Sponsoring auch wollen, dass auf der Weinkarte der parlamentarischen Ist es nicht Compliance? Ja, sie geben das ja nicht kostenlos ab. Okay. Ja, und ich kann mir auch schwer vorstellen, dass wenn ich einen Wein aus Rheinhessen trinke, ich eine Entscheidung treffen würde zugunsten von Rheinhessen, nur wegen des Weines. Also das geht dann schon anders. Wir haben einen aus Rheinhessen, Michael. Ja. Von Weingut Gunderloch. Das ist jetzt ein Ortswein. Das hatten wir schon besprochen. Ne? Ja. Und der Ort oder die Lage heißt Nackenheim. Da habe ich jetzt zufällig diese, ich springe vom 3-Meter-Brett halb nackt quasi. Das ist ein roter Schieferhang. Schiefer, der gleiche Boden wie der Wein davor. Also eigentlich passt diese Dramaturgie bis dato eigentlich ganz gut zusammen. Und das ist jetzt sehr, sehr trocken. Der Wein hat 3,5 Gramm Restzucker. Also das ist das, was Sie vorher eben auch besprochen haben. Und tatsächlich auch nur 12,5 Alkohol. Ist aus dem Jahrgang 2018. Kostet 16 Euro. Genau, circa die Hälfte von dem Ritual. Man muss ja ein bisschen gemein, ist es ja schon. Ich habe mir eben im Kopf zusammengerechnet. Letzte Woche. Gut, nach dem Muscatella den Wein jetzt anzubieten, ist natürlich von der Geschmacks... Geht nicht? Ja, der fällt ab gegenüber dem Muscatella, okay. Aber Sie müssen das erste Mal so richtig schwungvoll dann einmal rausmachen wieder, um den Gaumen auch innen diese Süße loszuwerden und danach geht das wunderbar. Ab dem zweiten Schluck geht das. Ich finde das so gemein, dass man den Wein dann wieder ausspuckt. Als ich Weinkulturpreisträger wurde, Uli Jürges hat, der ehemalige Stern-Chefredakteur, hat dann mal die Laudatio gehalten und wir beide haben 17 Flaschen Wein alle verkosten müssen, jeweils 0,1 und wir waren die beiden Einzigen, die ihn komplett ausgetrunken haben. Das war eine wunderbare Feier. Wir gingen also mit 1,7 Liter Wein im Blut. Dann das auf unterscheidet die Bühne. Den Amateur vom Profi. Weil ich immer schon gesagt habe, die haben sich so eine Mühe gegeben, die armen Winzer, da muss man das doch nicht ausspucken. Das stimmt. Aber das stimmt, das ist recht. Jetzt im direkten Aufeinandertreffen denkt man sich. Ja, muss ein bisschen Wasser dazwischen nehmen, glaube ich auch. So. Genau, also wenn man so ein bisschen. Was muss man dann machen? Also wenn man mal ein. Wie muss man es neutralisieren? Mit Wasser? Ja, Wasser im Mund und du musst den Wein einmal im Mund haben. Wasser reicht nicht im Mund, weil der Zucker setzt sich dahin. Vor allem, es war ja eine aromatische Rebsorte. Aber nach so einem nach einer aromatischen Rebsorte, einem Wein, der nicht ganz trocken ist, kannst du entweder einen Wein machen, der noch süßer ist oder eben das krasse Gegenteil, der also staubtrocken ist, ganz geradlinig, ganz präzise, genauso wie dieser Wein. Da brauchst du 2-3 Schritte oder hast du zuerst ein Stück Brot, um das wieder den Gaumen wieder fit zu machen, aber dann kannst du es super machen. Wenn man das aber, natürlich haben Sie recht, wenn ich jetzt das quasi alle drei Weine hätte und ich müsste eine Reihenfolge festlegen, würde ich vielleicht mit dem anfangen. Ja, ja? Okay. Aber der muss auch einen guten Geruch hat, eine gute Blume. Ja. Aus erster Lage steht da, glaube ich, oben drauf. Ja. Davon darf man sich aber nicht irreleiten lassen. Also es ist kein Lagenwein. Schon. De facto ist es ein Lagenwein. Also der Nackenheimer Rotenberg. Eben war es noch ein gut Ortswein. Ja, ist auch ein Ortswein aus Nackenheim. Aber der Faktor kommt Ortslage. Er kommt aus dem Nackenheimer Rotenberg. Im Prinzip ist es eine große Gewächslage, wo die Trauben herkommen. Aber der Winzer sagt, das sind eben junge Rebanlagen. Die wachsen zwar auch dort, wo mein großes Gewächs wächst, aber für mich ist es kein großes Gewächs. Ich freiwillig downgrade ich das, okay. Weil ich sage, wenn der Rotenberg, das ist für mich mein Topwein, der kostet das Doppelte oder auch noch ein bisschen mehr, ist auch großartig, nur ich will nicht immer nur die ganz Großen mitbringen, weil der Hörer und Seher zu Hause sagt, vielleicht habt ihr mal irgendwas Entspanntes, wo ich mal auch eine Kiste hinlegen kann, nicht immer gleich für 30, 40, 50 Euro, aber es ist wie ein kleines großes Gewächs. Und so hat jeder diesen Ortswein, kann man ja selber definieren, ob das nur aus dem Ort ist oder wenn es nur aus der Lage ist. Die Lage ist ja auch an einem Ort. Also ja. Das ist nur noch hochwertiger. Er kriegt halt im Zweifel nicht mehr Geld dafür. Aber das ist seine Entscheidung, wie er sagt, die Rebstöcke müssen, weiß ich nicht, sage ich mal, 5 Jahre alt sein. Und dann sage ich, die kommen in den Großen und dazwischen ist das schon sehr, sehr viel Wein für viel weniger Geld. Aber wie unterscheidest du da, ob es ein Lagen- oder ein Ortswein ist? Naja, es steht ja sonst, steht nur Nackenheim drauf auf dem Etikett. Da muss man eben genau hinschauen. Es ist komplex, ja. Weil hier steht auch Gutsabfüllung. Ja, das hat nichts zu bedeuten. Das hat nichts zu tun. Aber warum steht nicht drauf Ortswein? Da wüsste man ja jetzt, die wir gelernt haben, Ortswein ist schon mal eine Liga höher. Steht nirgendwo. Ich brauche meine Brille nicht mit, aber es müsste sich auch Ortswein, boom. Das haben sie nicht, kann ich Ihnen mal nicht sagen. Ich kann es erleben. Qualitätswein trocken. Was heißt Qualitätswein trocken? Heißt, das steht überall. Weißt du, das würde ich fragen. Qualitätswein steht überall drauf, oder? Das hat gar nichts zu bedeuten. Ja. So ähnlich wie Qualitätszeitung.
Es gibt Qualitätswein. Nein, und das Tafelwein. Hat was zu bedeuten. Ach, Tafelwein. Tafelwein ist, wäre nochmal drunter, da gibt es gewisse Regularien. Es gibt auch Leute, die einen Tafelwein produzieren und dafür 100 Euro nehmen. Tiganello zum Beispiel, ein sehr bekannter Wein aus Italien. Stimmt. Den jemand kennt, der Amarone trinkt und Califrati und Claudivet. Keine Gemeinheit. Nein, ist keine Gemeinheit, weil das ist, damit habe ich ja jeden Tag zu tun. Haben die Sozialdemokraten die angeboten als Wetteinsatz. Das ist doch nicht schlecht dann. Das ist ja schon eine gewisse... Das ist ja schon eine. Was schicken Sie also? Sie, wenn Sie mal, haben Sie schon mal eine Wette verloren? Frage. Ja, selbstverständlich. Was schicken Sie denn dann? Weine, die Sie vorher gewonnen haben, schicken Sie einfach weiter, sodass es so einen Wettweinkreislauf gibt. Wettweinkreislauf ist gut. Es gab mal eine Wette, also, an der das Hamburger Abendblatt beteiligt war und der NDR. Nämlich? Ging auch um eine Hamburg-Wahl. Da habe ich die Hälfte meines Weinkellers erwettet und verloren. Haben wir Weine von Ihnen gekriegt? Na, Sie nicht, aber der NDR, das Hamburger Abendblatt hat ja die Wette nur vermittelt, wollte selbst nicht einsteigen. Dann habe ich die Hälfte meines Weinkellers genommen und die waren völlig geflasht davon, dass es auch sehr hochpreisige Weine waren, die dabei waren. Aber das heißt, Sie gucken da nicht, sondern was da ist, geht weg. Ja, wenn die Hälfte des Weinkellers ist, die Hälfte des Weinkellers. Ja. Also nicht, wie groß ist denn der Weinkeller? Ja, also der ist momentan nicht mehr da, weil das Haus abgerissen worden ist. Das wird erst wieder errichtet, altersgerecht, damit ich... Wo wohnen Sie denn im Moment? In der Ferienwohnung? Nein, bei einer Nachbarin, die hat eine Einliegerwohnung. Ich wohne jetzt seit einigen Monaten mit meiner Frau auf 55 Quadratmeter. Ist auch ein bisschen muckelig, man kommt sie wirklich wieder näher. aber deshalb haben wir keinen Weinkeller, aber der Weinkeller hat immer so 180, 200 Flaschen. Okay. Sie haben Ihr ganzes Haus abreißen lassen, komplett? Komplett. Boah, tut das nicht weh? Was war da? Ich habe mir nicht meiner Frau, weil die ganzen Erinnerungen, die Geschichten sozusagen daran hängen. Ich habe gesagt, es sind nur Steine. Und wir bauen neue Erinnerungen auf. Das wird ja wieder aufgebaut, sozusagen an einer gleichen Location, aber eben altersgerecht. Ja. Und man muss diese Entscheidung in jungen Jahren, also wir beide sind ja knapp 50, in jungen Jahren treffen und dann... Wissen Sie, was toll ist? Zum ersten Mal ist jemand in diesem Podcast älter als ich. Ich glaube, Sie sind der allererste... Ich spiele was ein, Michael, oder? Nee. Man denkt, dass er... 1-1? Man denkt ja, dass er irgendwie viel älter ist, aber der ist... Er wirkt einfach gesetzt, muss man sagen. Man würde nicht denken, dass er Anfang 40 ist. Er hat einfach wenig Haare und viele Falten. Nein, das hätte ich schon gedacht. Also, ja? Aber er wirkt einfach gesetzt. Er wirkt... Und seine Weinkenntnisse sind einfach sensationell. Ja. Leider ja. Wobei, das ganz lieb, jetzt probieren Sie mal den Wein, weil ich finde es jetzt zum Beispiel... schwer jetzt eine Aromatik zu definieren. Ja? Weiß ich, davor waren es so sehr aromatische Weine, die wir hatten. Ja? Und jetzt ist gar nichts drin. Kommt es nicht über die Aromatik, sondern über diesen, er versucht den Boden zu transportieren. Der Winzer selber, der ist sogar noch jünger als ich, der hat das Weingut übernommen, ich glaube 2013 war sein erster Jahrgang. Das ist auch der Herr Haselbach, ne? Genau. Wow, Respekt. Ja, genau. Könnte man ja. Und, Langenheim, Hasselbach. Genau, der Senior ist leider auch viel zu früh verstorben und der Sohn wollte das gar nicht, sollte eigentlich die Schwester jetzt dann doch übernommen. Hat vieles anders gemacht und ist aber auch mit dafür verantwortlich, dass die ganze Region Rheinhessen qualitativ wirklich nach oben das gezogen hat. Also wirklich einer der Vordenker, der vieles anders, ich habe das Weingut auch ganz neu gebaut, wirklich modern und trotzdem in die Natur eingehend. Sag mal so ganz doof, Rheinhessen, was sind die großen Städte da? Also Frankfurt ist jetzt nicht so wahnsinnig weit weg. Wiesbaden? Mainz, okay. Die Ecke. Alza ist das Zentrum, dann gibt es noch Ingelheim. Genau, Aber Ingelheim ist nicht so gut wie Alza. Aber du hast recht, also was würdest du sagen? Für mich ist die Blume besser als der Geschmack. Der riecht für mich besser, als er mir schmeckt. Mhm. Also in der Nase ist für mich so ein bisschen Steinobst wieder, dieser generelle Begriff, so leichte Aprikose vielleicht, frische, junge Aprikose. Aber im Geschmack? Ich schmecke nur noch bitter. Seit diesem anderen Ding schmecke ich nur noch bitter. Muscatella. Ja. Oder? Also im Geschmack ist es sehr, sehr klar, sehr frisch. Und es hat, wir sprechen es oft, Herr Kubicki, würde mich mal interessieren, ob Sie das dann auch mitkriegen. Ich versuche es zu beschreiben, dass hier an den Seiten das ein bisschen runterfließt. Und ich würde es immer als salzig bezeichnen. Ja, es ist, das meine ich mit, es ist total salzig. Mhm. Was? Es ist total, es ist wie so eine Cashew-Nuss Folgesalz. Und ich finde das mega. Also wenn das hinten raus ist... Was haben Sie gestern Abend getrunken? Also gestern Abend hatte ich einen sehr guten Riesling. Ich empfinde das nicht so. Finden Sie nicht salzig? Doch. Ganz am Ende, probieren Sie mal ganz... Ich rechne gerade mal zusammen, was die Weine von Luisa Neubauer also kostet. So stelle ich mir den Geschmack von Kalk vor. Mhm. Okay, ja. Also es sind tatsächlich Schieferböden, aber
überhaupt, wenn du irgendeinen Boden schmeckst, das ist immer das, wo man im Winzer, wenn man das sagen kann, wenn man das irgendwie herleiten kann, da freut sich jeder vernünftige Winzer. Also da punktet man extrem, wenn man sagt, boah, das ist dir super gelungen, da den Boden rauszuarbeiten. Weil das, und wenn du das irgendwo auch schmeckst, das will der Winzer. Aber wie ich sagen, boah, das schmeckt aber wie ein Riesling. Was heißt eigentlich super gelungen? Was kann der Winzer denn machen? Der Boden schmeckt wie der Boden, nein, der oder? Nein. Der Winzer sagt, ich glaube, ein guter Winzer sagt heutzutage, hey, mein Ziel ist, so wenig wie möglich in den Prozess des Weinmachens einzugreifen, sondern so hoch wie möglich die Trauben 1:1 vom Weinberg in die Flasche zu bringen. Und das heißt, es geht nicht um die Technik, es wird immer weniger Technik, es wird eben ganz viele Techniken, die man vor 50, 70, 100 Jahren gemacht hat, wieder auswählen und sagen, man versucht nicht zu pumpen, man versucht durch Gravitation, also durch die Erdanziehungskraft von oben nach unten in die Weingüter so zu bauen, dass es automatisch abfließt, um dem Wein jegliche Ruhe zu geben und das gar nicht mehr aufzuwühlen und den lässt ihn ruhen. Und das ist das, was wirklich... was auch die Stärke von Deutschland, von Österreich, von diesen Ländern ist, wo wir nicht solche Massenfelder haben wie in Kalifornien oder in Chile, wo wir Weine anbieten können für 25 Cent, sondern wo wir sagen, wir können über die Qualität kommen und dann müssen wir versuchen, diese Böden, die historisch gewachsen sind, einfach bestmöglich zu transportieren. Es ist immer Riesling und trotzdem ist immer anders. Absolut. Aber wo schmeckst du jetzt den Boden? Also was... Na, ich schmecke dieses Salzige, dieses, weiß ich, sehr überschrapaziert, dieses Wort Mineralität, aber das ist genau das, wo der Boden genau herkommt. Aber ich finde das mit dem genau Kalken ganz gut. Der Begriff ist richtig. Man schmeckt Mineralstoffe. Ja, genau. Das ist ja toll, dass also irgendwie... Also keine Botenstoffe wie Stachelbeeren oder Aprikose, genau. Man genau schmeckt Mineralstoffe. Okay. Und diese Aromastoffe werden immer, ja auch... Ist das immer der Boden dann? Also ist das nie das Aroma? Genau. Ja? Also die Hefe ist ja entscheidend, wie der Wein dann auch schmeckt. Und das versuchst du ja, oder der Winzer versucht, dass er die Hefe sogar im Weinberg produziert, die dann quasi selber im Weingut dann den Alkohol in Zucker umwandelt. Du kannst aber auch eine Hefe nehmen und dann kannst du den gleichen Wein und dann schmeckt der krass nach Grapefruit und nur die Hefe entscheidet. Aber das ganze Jahr, was du am Weinberg ist komplett wurscht. Der kann auch vom Nachbar kommen, aber der schmeckt dann so wie nach Grapefruit. Und okay, das willst du eigentlich nicht, weil dann bist du sehr austauschbar und dann ist es nicht mehr das Besondere. Und der Wein, locker 10 Jahre kannst du den liegen lassen. Wow. Axel, magst du einmal so lieb sein? Der Wein, den ich mitgebracht habe, puh, ich weiß auch nicht. Wo ist er? Der steht hinten im Schrank. Hinter dir einfach nur. Hinter. Also ich war eingeladen bei einem Rotary-Club in Hamburg, einen Vortrag zu halten. Und da war es tatsächlich so, dass da mehrere waren, ich sollte einen Vortrag über Podcasts halten unter anderem. Und tatsächlich, dass da mehrere waren, er heißt auch Rotarier. Ein Wein, sind Sie Rotarier, Herr Kupicki? Nein. Michael, du bist Rotarier. Ja, ich bin rotarischer Freund. Rotarischer Freund. Bei Axel müssen wir nicht fragen. Muss ich mal einladen. Bist du Rotarier? Das wäre es noch, wenn Axel Rotarier wäre. Er ist Lions. Ah, ja. Auf jeden Fall, also, ja, und es gab welche, die dann den Weinpodcast gehört haben und dann am Ende überreichte mir jemand von Havesco. Ein Geschäftsführer von Havesco überreichte mir diesen Wein. Und dann sagte ich, weil der auch so ein bisschen sich lustig gemacht hatte über meine Kenntnisse, sage ich so, den werden wir gleich mal im nächsten Podcast probieren. Der heißt vorne Rotarier. Den müssen wir uns mal angucken. Aber es ist vom Primus Maximus. Boah. Bang. Primus Maximus. Ist schon 2000 Jahre alt. Riesling Trocken 2018. Dieser ausdrucksvolle Riesling Trocken hat einen ansprechenden Duft von Pfirsich und Maracuja. Er ist sehr würzig und von guter Struktur. Ein Wein mit viel Zukunft. Wenn man das da raufschreibt, dann vertraut man dem Wein an sich nicht so. Das habe ich noch selten gelesen auf so einem, oder? Ja, weiß ich nicht. Macht man nicht, ne? Wir werden es ja gleich probieren. Wenn jeder normale Mensch in den Supermarkt geht, wie kauft er eine Flasche Wein? Also erstmal soll er in den Weinhandel gehen und nicht in den Supermarkt, ja, und schon gar nicht zum Discounter, aber natürlich nimmst du auf die Flasche und schaust, was da so draufsteht. Ja, und da gibt es ja zum Beispiel, ganz oft steht, passt hervorragend zu Huhn und... Ja. Sahnesoße oder so. Na, und dann sagst du, ach wunderbar, ich wollte einen Hühnerfrikassee machen, dann nehme ich den mal mit. Ja? Also es kann schon als Anhaltspunkt dienen, aber oft sind diese Beschreibungen auch auf Weinkarten, ja, die irgendjemand schreibt, nicht der die Weinkarte macht, ja, damit die Mitarbeiter einigermaßen wissen, das kann ich sagen, schmeckt total nach Grapefruit oder was auch immer, hilft ein bisschen, aber... Also wonach soll der schmecken? Pfirsich und Maracuja? Pfirsich und Maracuja, sehr würzig. Ein Wein mit Zukunft aus dem Rheingau. Rheingau, was auch ein gutes Anbaugebiet. Das behaupten die immer, aber ich glaube, dass er nicht. Das ist ein sehr kleines Weinbaugebiet. Was sind die großen Städte da in der Nähe, dass man das einordnen kann, Rheingau? Eltville, glaube ich, ist da. Bitte wer? Eltville heißt das da, Rüdesheim. Rüdesheim ist das bekannteste, ja.
Heinz Nikolai, hast du das schon mal gehört? Nein, noch nie gehört. Aber die haben richtig gesagt, pass mal auf, das Ding ist richtig eine ganz große Nummer und haben sich dann über mich kaputt gelacht. Aber Havesco, hören die uns? Offensichtlich, also der hat es auf jeden Fall gehört und der eine hatte, wie gesagt, auch den, deshalb bin ich jetzt ganz, ich finde ja so, ja, das ist wahrscheinlich dann so eine, kann man sich so eine Weine einfach bestellen lassen und dann ein eigenes Etikett drauf machen? Ja, so, wenn die Charge groß genug ist, geht das. Gibt es einen Bundestagswein? Nicht, dass ich wüsste, aber wir haben ja zum Tag der Deutschen Einheit mal, was unglaublich war, einen Einheitswein kreiert aus 16 verschiedenen Regionen Deutschlands. Cool. Es war überhaupt cool, weil keiner geglaubt hat, dass man ein Cuvée machen kann aus 16 verschiedenen Regionen. Und das ist in Baden-Württemberg gelungen, bei Schweigert. Die haben das dann hingekommen. Es gab 3000 Flaschen und die Koreaner, wegen der Wiedervereinigung, die sie haben wollten, haben dann 3000 Flaschen bestellt, haben aber nur 300 gekriegt. Weil, aber das war dann Rotwein? Nein, Weißwein. Weißwein, okay. Und ich habe den, was ja, schmeckte? Ja, zunächst einmal war es schön, wegen des Etiketts auch und wegen der Einzigartigkeit. Und irgendwann, als bei uns zu Hause mal der Wein wieder ausging, habe ich meiner Frau gesagt, den köpfen wir jetzt einfach. Und der schmeckte interessanterweise wirklich gut. Also das war eine besondere Leistung, glaube ich, auch der Winzer, die daran mitgewirkt haben. Was kostet denn eine Flasche? Die können Sie nicht bezahlen, die wurde nur geschenkt. Also die Herstellung, okay, war... Was verschenken Sie da als Bunde, wenn Sie jetzt nach Neuseeland gehen? Was gibt es als Gastgeschenke? Ich nehme keinen Wein mit. Nee, okay. Da gibt es das Brandenburger Tor, eingemeißelt in Glas oder... ganz beliebt ist auch jedenfalls bei Exoten, gibt es ein Service von KPMG und okay, sowas. Bücher verschenken wir auch. Bücher. Stück Berliner Mauer, wo schon 3 Milliarden Stück verkauft wurden. Gibt es auch. So, es gibt schon mehr Berliner Mauer, die verkauft worden ist, als gestanden. Ich bin gespannt. Also ein Vortrag, ich habe dann so einen Vortrag gehalten, aber über Podcast vor allen Dingen und habe natürlich für unseren Wein-Podcast viel Werbung gemacht und da war das lustig, dachte ich. Und jetzt die werden das natürlich jetzt hören. Das ist natürlich nur speziell für diesen Rotary-Club, wo du warst, also da steht auch drauf. Das ist jetzt kein rotarischer Wein, nee, sondern das ist nur Club, für diesen einen. Aber den wird es ja Primus Maximus, wird es ja wahrscheinlich auch Bescheidenheit so zu heißt geben. Das, glaube ich, übersetzt. Aber kann man einen Wein wirklich Primus Maximus übersetzt, heißt das, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich bin der Allergrößte, ne? Ja, so ist das, ja. Ja, gut, das passt auch zu Ihnen, dass Sie den Wein gekommen haben. Nee, ich war überrascht, weil du kriegst Geschenk von einem Geschäftsführer von Havesco. Von einem, der in einem Wein-Podcast mitmacht. Ja, oh. So ist es schon. Oha, haben Sie schon? Oha, der Kupicki hat schon. Er riecht sehr. Erstens ist er mir zu warm, um das mal zu sagen. Ist es zu warm? Ja. Mir ist er zu warm. Wir haben ihn jetzt, ich hatte ihn ganz kalt und habe ihn in den Händen. Ist es schon, ist okay, oder? Von der Temperatur? Zum Verkosten, ehrlicherweise, ist das eine gute Temperatur. Aber ich verstehe, die meisten Menschen ist der Weißwein, die meisten Menschen trinken den Weißwein zu warm und den die meisten zu kalt und den Rotwein zu warm. Genau. Man kriegt mehr raus jetzt von der Aromatik in der Temperatur, als wie man es kriegen würde, wenn es eiskalt ist. Er war sehr kalt. Das war auch interessant. Ich hatte ihn aus dem Kühlschrank geholt und ich hatte den Eindruck, er war sehr, sehr kalt. Mhm. Da muss man lieber einen Augenblick draußen stehen lassen, weil er so ganz kalt ist. Aber macht man ja nicht wirklich. Also nee. Und im Glas wird er automatisch, kriegt er 1 Grad im Glas, einfach weil das Glas auch warm ist und da steht er ein bisschen rum. Also es ist leichter, ihn zu wärmen, durch natürlich oder die Hand rumzuhalten, als ihn zu kühlen. Das dauert natürlich viel länger. Das darf also man machen am Tisch sitzen. Ich will jetzt die Eiswürfel reinpacken. Oh, das ist, das mögen die Winzer gar. Machen Sie das? Machen Sie Eiswürfel? Das machen Winzer auch, keine Sorge. Nein. Ja, ich habe also nur mit mehreren Winzern schon Nächte zugebracht. Und gelegentlich ist das dann auch so, dass sie sagen... Aber es ist doch Wasser in den Wein zu schütten, das darf man doch nicht. Ich darf mal darauf hinweisen, dass 87% in dem Wein Wasser sind, 13% Alkohol und der Rest sind Botenstoffe. Ne? Also insofern, wenn meine Frau zu mir sagt, trink mehr Wasser, dann sage ich, ja, habe ich getan. Das ist Faktenwissen, wusste ich gar nicht. Wusste ich auch nicht. 87, 13, okay. Ja, aber was ist denn außer Alkohol noch drin? Wasser und Botenstoffe. Also er riecht ein bisschen ähnlich mit dem ersten, findest du nicht? Mit dem anderen Riesling? Nee. Ja. Nee? Nee. Also viel aromatischer. Okay. Das ist schon so. Der Pfirsich ist für mich sehr dominant. Ne? Also Pfirsich, so ein richtig, eigentlich wie so ein Dosenpfirsich. Ja? Sehr, sehr ein saftiger Pfirsich. Auch dieser Saft, dieses Dosenpfirsichs, auch den habe ich. Also für mich ist das sehr, sehr opulent, was die Frucht berichtet. Eigentlich überraschend, finde ich. Ein Riesling, der so intensive Aroma, eine intensive Aromatik hat. Du bist ja gar nicht Anti, was ist los? Nein, ich bin nicht Anti. Nein, krass. Wieso? Das ist... Weil ich ihn mitgebracht habe. Normalerweise ist doch so... Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt doch. Aber es ist natürlich, man schürt eine gewisse Erwartungshaltung, wenn man Primus Maximus draufschaut. Weil das ist ja ein selbst kreierter Name. Den haben die sich ja selbst ausgedacht. Ich finde, das ist dieses Maracuja-Geschmack, dass der total rauskommt. Dominant? Also, nee, nicht dominant, dass der irgendwie so...
so raussticht. Okay, also, aber ist es jetzt, weil du es vorher gelesen hast und dann dein Hirn sagt, ja, okay, ja, das kommt das. Aber Sie haben recht, der ist ein Tick zu warm. Also ich finde auch, er ist ein Tick zu warm. Aber das ich ist finde jetzt auch, egal, dass da eine wenn der Fachmann so gesagt hat, er hat die richtige Temperatur, also dann gehen wir davon aus. Aber du hast recht, es schmeckt total nach Pfirsich und Maracuja. Es schmeckt wie Pfirsich-Melba, kennt ihr das? Ja. Kennt das keiner mehr? Kennt keiner mehr Pfirsich-Melba? Ich bin jetzt völlig überrascht, dass von den Weinen, die hier auf dem Tisch stehen, nicht, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, den weiterzutrinken, wäre der Muscatella denjenigen, den ich trinken würde jetzt. Ist das so? Obwohl ich das vorher nie für möglich gehalten habe. Aber weil die anderen so schlecht waren? Oder? Ja, was hat mit schlechter das nichts zu tun? Weil der Geschmack im Gaumen, im Mund insgesamt gut war und nachhaltig war und der Abgang auch interessanterweise gut war. Ja, und von diesem Wein würde ich keine Flasche trinken. Nee? Ich finde jetzt irgendwie, mir schmeckt er fast, also es klingt jetzt doof, aber ich mir zum ersten Mal, als ich denke, da habe ich ein Weingeschenk gekriegt für einen Vortrag. Mhm. Sie müssen wissen, wir haben schon mal einen Wein probiert hier. Den habe ich für einen Vortrag vor 800 Leuten gekriegt. Der schmeckte so widerlich und der hat 3,50 Euro gekostet. Und dann ist man ja im Nachhinein, stellen Sie sich vor, Sie hatten einen tollen... Ja, wenn der widerlich schmeckt, aber ich habe beispielsweise in Franken schon Weine bekommen, die kosteten beim Winzer 4,50 Euro und schmecken ja herausragend. Ja, genau, das ist ja dann toll, aber der schmeckt... Müller-Thurgau, Silvaner, also gibt es wirklich. Können wir mal Müller-Thurgau probieren? Unbedingt. Müller-Thurgau klingt so nach so einem ganz... Müller-Thurgau ist das noch... Es klingt so unhip. Klingt total unhip. Und früher waren die Franken waren ja wirklich furztrocken und kaum genießbar. Heute kann man die, also ja? Wenn ich in Würzburg bin und dann vom Stein oder sowas Weine trinke... Mhm. Also die sagen ja auch Müllerle dazu dann selber, so Müllerle, ne? Müllerle. Was ist denn Müller-Thurgau? Ist das ein Mann gewesen oder so der erste Mann, der einen Doppelnamen hatte oder was war das? Nein, ich glaube, das ist auch eine Kreuzung, glaube ich, aus Riesling und Silvaner. Okay. Das ist Müller-Thurgau. Aber es ist natürlich, ich höre es nie, also man sagt, ich habe dir einen schönen Lugana mitgebracht oder einen schönen Amarone. Ich habe dir einen schönen Müller-Thurgau mitgebracht als Geschenk. Nee. Ja, das würde gleich so sagen, Mensch... Geh nochmal raus. Das klingt so mal, wie die dann rein. So, ja, genau. Ja, also. Das hat die getroffen, als sie gesagt hat. Nein, gar nicht. Aber das ist so vom Image. Und ich glaube, wenn man etwas schenkt. Dir schmeckt der Wein ja wirklich gut. Ja, nein. Das ist auch, wenn man. Also wenn aber der Name klingt halt, oder? Es ist genau. Müller-Thurgau. Schatz, ich liebe dich. Lass uns einen Müller-Thurgau. Genau, ja. Ist natürlich was anderes an Pinot. Also, selbst wenn du sagst Pinot Grigio, der ja nicht so doll ist, dann sagst du, jetzt einen schönen Pinot, ist das besser als. Schatzi, wollen wir einen schönen Müller-Thurgau? Hast du noch einen Müller-Thurgau da, oder? Das wollte ich. Ich würde auch nicht sagen, dass uns einen Müller-Thurgau trinken. Lass uns einen schönen Frankenwein trinken, würde ich sagen. Sehr gut. Ja. Aber ich finde so, aber gut. Ich war in Südafrika, auch auf Weingütern, die haben ja wirklich auch tolle Weine. Bei einer Weinprobe. Und dann kriegt man ja 6 oder 8 verschiedene Weine auf den Tisch. Und da fragt mich dann nicht der Sommelier, sondern der mich bedient hat, was trinkst du eigentlich in Europa so gerne? Er sagt, ich trinke gerne Amarone. Und dann hat er mir einen Pinotage auf den Tisch gestellt. Daran hätte ich baden können und gesagt, warum muss ich vorher diesen ganzen schlechten Wein trinken? Hättest du gleich mit dem Pinotage kommen können. Zu einem Preis, da schießen einem die Tränen in die Augen. Was ist Pinotage? Ist ein Rotwein? Rotwein, ja. Klar, aber was ist das? Ist auch eine, ja, das wächst viel, vor allem in Südafrika. Genau. Und nicht jeder Pinotage ist gut, aber die ja angeboten haben in Stellenbosch, waren sensationell. Also im Prinzip mit Zimtfandel zu vergleichen, was dann in Kalifornien wächst, ja, und das sind eben auch durchaus sehr, sehr kräftige Weine, ja, die aber sehr markant sind, also eher so, also sehr maskulin, eher ledrig, ein bisschen oft, relativ oft haben die so Kaffeearomatik, ja. Das sind jetzt keine Schmeichler, sondern das sind wirklich Weine für so ein Stück Fleisch, also richtig robuste, kräftige Weine, die einen sehr eigenständigen Geschmack haben, das ist nichts Weichgespültes, also polarisiert mehr als eben ganz vieles andere, deswegen... Abschließend zu diesem, fruchtig, wie ist das mit der Mineralität hier? Schmeckt dir da was? Also, was mich an dem Wein dann stört, ich finde, es ist so ein Bodybuilder in der Nase. Die Nase ist sehr, sehr aromatisch. Und am Gaumen ist das aber relativ schnell, langweilt es mich. Das ist etwas, was ist. Es ist nichts, wo ich sage, Action, es ist Spannung. Schmeckt immer gleich, ja, so ein bisschen, oder? Es würde mich langweilen, wenn ich sage, ich bin jetzt alleine und trinke die Flasche den ganzen Abend über oder fange um 16 Uhr an und gucke Bundesliga und trinke so eine Flasche Wein und dann würde es mich das nicht reizen. Zweite Bundesliga. Das ist wichtig, zweite Bundesliga. Wir sind ja alle jetzt auch der zweiten Bundesliga hier. Ja, Kiel, genau, Kiel, St. Pauli und HSV. Aber es gibt auch österreichische Bundesliga. Oder jetzt, das ist zweite Bundesliga. Noch. Hat noch keine Ahnung vom Fußball. Nee, aber oder ich schaue ein Skirennen. Das wollte ich Sie fragen.
es hat ein Pole gewonnen, die diesjährige Vierschanzentournee, David Kubacki heißt er. Habe mit mir nichts zu tun, ich heiße Kubicki. Ja, aber er hat auch ein Vokal vor dem CK, wahrscheinlich wurden Sie so oft gefragt, ich habe es nie erlebt, aber... Polnisch würde ich auch Kubicki ausgesprochen. Ja, aber... Ja. Also ich bin ja, wenn Sie in Polen sind und Ihren staatsmännischen... Das war meine... Dann werde ich Kubicki angesprochen, darauf reagiere ich mittlerweile auch. Ich habe ein wunderbares Erlebnis gehabt in der Lufthansa-Lounge in Warschau und wurde ausgerufen, Herr Kubicki, können Sie bitte zum Tresen kommen? Und dann... stand ich da am Tresen. Zum Lufthansa-Tresen. Die wollte meine Senatorkarte nochmal kontrollieren. Oder ein Freund von mir, wenn ich unterwegs war, wir hatten die Senatorkarten vertauscht dort. Und dann hat sie aufgerufen, dann habe ich die Frau gesehen und gesagt, können Sie das nochmal wiederholen? Die hat das so schön ausgesprochen. Herr Kubicki. Ich bin da hingeschmolzen. Sie weniger, aber ich bin da hingeschmolzen. Aber der Name kommt woher? Ja, der ist polnischen Ursprungs. Okay. Es gibt eine Menge Kubickis. Also die Arkaden in Warschau die heißen Kubicki-Arkaden. Der polnische Staatspräsident wohnt im Kubicki-Palais und der Architekt, der das Warschauer Schloss wieder aufgebaut hat, hieß auch Kubicki. Also wenn ich da komme, denken die mir alle, ich habe was mit zu tun. Deshalb sind sie auch freundlich zu mir. Super. Wir gehen zum Ende. Nochmal kurz einmal durch. Der erste Wein, Naturio, der dealkoholisierte Muscat Torres. Ja, kurz gesagt, interessant. Sollte man im Auge behalten, ob alkoholfreier Wein, ob man das braucht. Aber ich finde, man muss sich schon Gedanken machen, völlig fein. Das ist auf jeden Fall, das kann ich versichern, einer der besseren Varianten. Also ich erspare jemanden, der sowas mal probieren möchte, ganz viel Enttäuschungen, wenn er diese 57 oder 8 Euro, was es kostet, mal investiert und das mal probiert. Und kann man mal mitreden, ob man das braucht oder nicht, kann ich schwer beurteilen. Bei dem gelben Muscateller, dem Nationalgetränk der Österreicher. Mhm. Ich denke, es ist immer euer Dings da gewesen. Wie heißt das? Almdudler ist euer Nationalgetränk eigentlich, nicht? Die Österreich ist nach wie vor tatsächlich ein Biertrinkerland. Also, ist das so? Ja, ist es so, ja. Okay, ja. Aber da gehen die Meinungen aus. Vielleicht muss ich dazu sagen, dass in Schleswig-Holstein mehr Wein als Bier getrunken wird jetzt. Ist das so? Ja, war vor 20 Jahren völlig anders und jetzt trinkt man mehr Wein als Bier. Hat nicht ein ehemaliger Landesvater sich da große Rechte gesichert für... Der war ja Botschafter des deutschen Bieres. Nicht? Und, Peter Harry Carstensen, aber das Land Rheinland-Pfalz hat dem Land Schleswig-Holstein 40 Hektar Weineinbaugebiet geschenkt. Die Menge ist ja begrenzt insgesamt und Rheinland-Pfalz hat das getan. Davon hat sich Peter Harry Carstensen wenige Hektar gesichert. Ja, ja. Haben Sie auch welche? Nein. Sollen wir bitte Harry Carstensen mal einladen? Es gibt mittlerweile tatsächlich ein Weingut in Ostholstein, die nach 5 Jahren auch trinkbaren Wein produziert. Am Anfang war das wirklich was zum Scheiben abwischen, aber jetzt kann man den wirklich trinken. Wir haben ja 3 Schleswig-Holsteine hier, bald 4. Mhm. Dann haben wir den gelben Muscateller, die Meinungen gehen von bei mir bis, den würden Sie jetzt weiter trinken. Von den 4 Weinen, wenn nur die da wären, würde ich den weiter trinken. Weiter trinken. Dann haben wir den Nackenheim. 2018er Riesling Trocken von Gunderloch. Gunderloch, gutes Weingut. Immer mal ausprobieren, wenn man sowas kriegt, günstig. Unbedingt. Ja. Was heißt, wenn man sowas kriegt, günstig ist immer... Wenn man irgendwo sagt, ich sehe das irgendwo, das ist in meinem Budget jetzt in einem Restaurant... Oder macht man nichts mit falsch. Glaube ich, dass man nichts falsch... Also weiß ich, dass man nichts falsch macht. Mhm. Und? Ist eine Bank. Und mein Primus Maximus... Als Nikolai ist es eigentlich ein ganz gutes Geschenk für den Vortrag. Genau, die dürfen sie alleine weiter trinken. Ja, oder? Ja. Also ich finde auch dieses orange Etikett findet sich auch im Wein, in der Aromatik, dieses Pfirsich und so weiter. Das ist schon schlüssig, das ist auch kein schlechter Wein und ja. Ja. Das ist das höchste Lob des Sommeliers, ist auch kein schlechter Wein. Aber ich frage mich immer, wie funktionieren denn, wie kommt denn sowas? Es ist ja meistens so, dass irgendein rotarischer Freund sagt, ich kenne da, ich war beim Weingut und ich mache da was irgendwie... Wir machen auch Eigenausstattung, aber bei mir ist anders. Ich probiere einen Wein und der fetzt mich total und ich sage, kannst du mir da was machen? Es ist nicht so, ich gehe nicht hin und sage, kannst du mir was machen, sondern ich probiere etwas und sage, wow, das haut mich so um, machst du mir da was? Also wir haben zum Beispiel, wenn dieser Wein, den Sie da aus den ganzen Regionen, der muss ja dann Weinland Deutschland, weil es gibt ja keine, er kommt ja aus den ganzen Regionen, das ist also die unterste, wenn da Weinland Deutschland draufsteht, dann ist quasi, das ist von überall her, aus Deutschland immerhin, ja, aber sonst vielleicht beim Honig steht aus EU, nicht EU, dann weiß man auch gar nicht, wo sie erst kommt. Beim Wein ist es dann so, dass ich ein Projekt gemacht habe mit 3 österreichischen Winzern. Der eine kommt aus dem Kanuntum, der andere kommt aus dem Mittelburgenland und aus dem Südburgenland. Sind auch 3 Regionen, heißt dann Weinland Österreich. Wir haben ein ähnliches Projekt gemacht, die 3 sind befreundet. Anstoß noch. Und, Axel, was möchtest du? Sie können noch einen kleinen, jetzt wo ich schon getrunken habe, noch einen kleinen Schluck mehr. Insofern, ich muss jetzt eine Woche alkoholfrei dranhängen. Auch, ist das der?
Ja? Meint ihr alle und du auch, den Muskat? Genau, Muscatella. Muscatella, Entschuldigung. Oder darf man nicht Muskat sagen, so abkürzungsmäßig? Nee, es gibt ja auch Muscadé. Muscadé ist auch noch was anderes. Von daher sagt man gelber Muscatella. Aber man kann eindeutig sagen, zur letzten Anstoßrunde dreimal Muscatella. Und was glaubt ihr? Ich habe den, den Riesling genommen, aber nicht meinen, sondern den von Nackenheim. Da Anstoßen anstößig ist, wie wir gelernt haben vom Vorsitzenden der Deutschen Knigge-Gesellschaft, Graf Clemens Hoyers, der auch schon hier war, stoßen wir natürlich nicht an. Ja, aber hat er das gesagt, dass Anstoßen anstößig ist? Ja, na ganz klar. Aber man macht nur so. Es gab noch. Aber das ist nicht anstößig, wenn das aus demselben Gefäß stammt? Besonderer Anlass, wenn alle das gleiche Glas haben mit dem gleichen Inhalt. Das aber geht schon. Das haben geht wir jetzt, oder du hast Nein, ich habe einen Riesling. Ja. Achso, ja. Darf ich mal sagen, dass mir das vollkommen egal ist? Ja, aber wir sind hier. Was nicht so unsympathisch ist. Nee, genau. Aber muss es sagen, weil das ist schön, wir enden immer mit einem Trinkspruch und der findet sich tatsächlich jetzt auch in Zuschriften, die wir kriegen. Nämlich die letzte Zuschrift endete mit: Auf das Leben. Auf das Leben. Vielen Dank, Herr Kubicki, dass Sie da waren. Auf das Leben. Ganz toll. Ja. Auf das Leben. Möglichst lange, mit möglichst viel Wein. Ich wollte eigentlich noch fragen, was ist denn so unter den Politikern? Gibt es da einen, so einen richtigen Weinfreak? Gibt es da einen, so, der sich echt wahnsinnig auskennt, der teuer wird? Man darf es nie sagen. Oder, deshalb ist er heute hier. Oder sind Sie das? Wo die Leute schon sagen, frag mal den Kubicki, weil der weiß schon wirklich, was gut ist. Gibt's Mikrofon ist noch offen, ne? Ja. Also ich kenne keinen und es gibt wirklich eine ganz einfache Geschichte. Es ist bei mir mit den Restaurants. Ich gehe in ein Restaurant, schmeckt mir, komme ich wieder. Schmeckt mir nicht, komme ich nicht wieder. Und bei Weinen ist das ähnlich. Ich habe von einem Kellermeister übrigens im Rheingau gehört, die Idee, Herr Kubicki, dass Sie Weine lagern sollten, ist ziemlich komisch, weil Sie nicht so professionell lagern können, wie es notwendig wäre, mit Drehen und hin und her. Wenn Sie am Anfang einer Saison sind, ne, probieren Sie Wein, wenn Ihnen schmeckt, kaufen Sie davon reichlich, trinken Sie ihn aus und in der nächsten Saison haben Sie mit Sicherheit den gleich guten Wein. Das haben wir in Strande perfektioniert. Wir machen Anfang der Saison immer eine Weinprobe. Mein bester Freund ist Weinhändler. Der haut dann so 10 verschiedene Weine rauf und dann werden 20 Bootsführer den Wein des Jahres für ihre Boote bestellen. Das ist für alle Beteiligten sehr gut. Wobei ich mittlerweile begriffen habe, es macht keinen Sinn, mit den schlechteren Weinen anzufangen und zu besseren zu gehen, wenn die Leute den Wein austrinken und nicht wegspucken. Völlig richtig. Wann ist Beginn der Saison? Das ist ja wichtig. Also wann sollte man anfangen, Weine eines neuen, wir reden über den neuen Jahrgang. Also ja, neuer Jahrgang, klar. Na, also wann würde man jetzt den... Also jetzt so im Februar, März. Werden die 2019er. Weine gefüllt, genau, das ist richtig. Also die ersten gab es schon auch, die gefüllt wurden, aber jetzt so, und dann muss man die so ein bisschen, kriegen die so einen Füllschock, da muss man so ein paar Tage warten, aber dann kann man das erstmal schon mal reinprobieren. Ja. Und es ist so, das muss man noch als kleinen, wie hat Luisa Neubauer gesagt, Disclaimer oder Ankündigung sagen, Michael nimmt mich mit zu einer Weinprobe, kann man es gar nicht nennen, 120 große Gewächse. Mhm. Und wir müssen jetzt gleich, wenn wir hier das alles beendet haben, mal drüber sprechen, ob es nicht doch irgendwie eine Art gibt, den nächsten Podcast dort zu machen, bei einer Weinprobe. Der heißt ja nicht 4 Flaschen, sondern 120 Flaschen. Und aber dauert 180 Minuten. Nee, aber wie lange dauert das? 5 Stunden dauert die Verkostung, ne? Ja, also 180 Flaschen in... Wie viele Stunden? 120. 5 oder 5? Ja, 120 Flaschen in 15 Minuten ist schon sehr ambitioniert. Ja, nein, aber man kann ja zwischendurch, ich könnte ja da sitzen und das Ganze so ein bisschen kommentieren die ganze Zeit. Und Michael kommt halt so alle 20 Flaschen mal rum und bringt was vorbei. Das überlegen wir uns gleich. Also wenn Sie bei 120 Flaschen jeweils nur einen Schluck nehmen, haben Sie auch einen im Tee. Das glaube ich auch. Hundertprozentig, aber immerhin spuckt alles aus. Genau. Und trotzdem ja, Sie, aber ja, ja nicht. Ich nicht. Wir gucken mal. Ich auch nicht. Ich das, haben Sie Montag das Zeit, dann kommen Sie mit. Ach, Leben, vielen Dank. Also noch eine Frage, die FDP, was haben Sie da gewettet eigentlich für die Bürgerschaftswahl in Hamburg? Also ich bin eingestiegen bei mehr als 8,5%. Ich glaube, gestern Abend haben 8 Leute sich dazu bereit gefunden, mit mir die Wette einzugehen. Ich habe, wie gesagt, 60 Flaschen bei der SPD gewonnen. Ich kann also noch weitere 52 Wetten annehmen, ohne dass mir das was kosten würde. Aber unabhängig davon, beim Hamburger Abendblatt war ich bei 9. Man muss auch ambitionierte Ziele haben. Natürlich. Okay. Ja, alles Gute dafür. Danke. Vielen Dank. Auf das Leben. Auf das Leben.